Sollen wir wann jetzt das vorhergehende Selbstgespräch etwas erweitern, indem ich dir erkläre, dass Solo-Feeling ein großer Schwindel ist? Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was macht man aus den Worten? Und darum muss ich hier eine Erweiterung bringen. Auch ganz wichtig, ich erkläre es jetzt nur einem allereinzigen Geist. Das ist der, der mich jetzt sprechen hört. Und du musst ein Augenmerk darauf legen, dass das, was du erlebst, und ich wiederhole nochmal die wesentlichen Sachen, und ich werde jetzt wirklich wieder was Neues dazu machen mit Beweisen, und zwar hundertprozentig sicheren Beweisen. Das heißt, du hast es immer mit einem Gedankenwellen zu tun, und eine Gedankenwelle hat zwei Seiten. Und diese zwei Seiten, die muss man verstanden haben, und sobald du dir zwei denkst, sind vier da und dann sind acht da. Das habe ich überreichlich erklärt. Was mir jetzt aber, wie ich dick ist, dass du zuerst erkennst, was du selbst bist. Und das letzte Selbst, das vorhergehende Selbstgespräch, und wir reden nicht von einer Chronologie, denk an die Metapher des Hochhauses. Dein Wissen baut sukzessive, wie bei einer Klimax, baust du immer wieder auf bestehendem Wissen auf. Du steigst praktisch, das ist die symbolische Himmelsleiter, auf in deinem eigenen Bewusstsein in höhere Bewusstseinsebene. Und das klingt für mich, für normale Menschen klingt das unendlich esoterisch. Es hat mit Esoterik nichts zu tun. Holofeeling arbeitet nur mit 100% sicheren, überprüfbaren Fakten. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn sich das in dir wiederholt, dass du in deinem Alltagsunbewusstsein das immer wieder vergisst. Und dann wiederholen sich die Sachen, wenn du dich mit Holofeeling beschäftigst, so lange, bis du sagst, ja, bin ich denn vollkommen neben mir gestanden? Und in einem gewissen Maß steht der, an den du denkst, den du dir ausdenkst, entweder neben dir, wenn du ihn in die Vergangenheit denkst, wenn du dich jünger denkst oder in die Zukunft denkst, oder er hüllt dich ein. Und ich sage, genau das, was du zu sein glaubst, ist dein Gefängnis. Und darum hör bitte jetzt ganz aufmerksam zu, du Geist, ich wiederhole Sachen, ich wiederhole nochmal Sachen. Wiederholen, übrigens das hebräische Wort für wiederholen, schreibt sich Shin Nun He, und dasselbe Wort heißt auch schlafen. Sich ständig verändern und etwas lernen. Mit jedem neuen Gedanken, den du denkst, veränderst du dich selbst. Wenn du aufhörst, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln, sondern wenn du sagst, ich bin ein träumender Geist. Und darum setze ich jetzt nochmal ganz am Anfang und geh bitte jedes Wort, das ich jetzt spreche, in deiner Auslegung. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will mit deiner Auslegung. Ich spreche jetzt ein ganz normales, einfaches Deutsch. Und ich denke mir jetzt Menschen aus, und die Menschen aus, Menschen, normale Menschen, Trockennasenaffen, das sind jetzt meine Gedanken, das sind jetzt nur Gedanken, die Menschen, die wir uns ausdenken, die ganz normal, wie du deine Vorstellung von Deutsch benutzt, Deutsch verstehen. Und dann ist es ganz einfach so, dass jeder kleine Facetten dazu macht in Auslegungen. Das heißt, du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Das schreibt dir sogar der Materialismus, die Schulwissenschaft vor. Es muss in deinem Gehirn drin sein. Ich mache es jetzt extra so. Ein Gehirn, das wir uns jetzt ausdenken, das übrigens vor einer Minute nicht existiert hat. Also zu glauben, dass da ein Gehirn auch dann da ist oder ein Körper, wenn du nicht dran denkst, das hat mit hundertprozentig sicher nichts zu tun. Das sind sogenannte Dogmen. Da sind wir auch drauf eingegangen, was Dogmen sind, was Paradigmen sind, und das Schlimmste davon sind sogenannte Axiome. Das ist das, auf Axiomen baut eine ganze Schulwissenschaft aus. Axiome sind Glaubenssätze, die es würdig sind, geglaubt zu werden. So erklärt man das in den Wörterbüchern, die es würdig sind, geglaubt zu werden, auch wenn man es nicht überprüfen kann. Und ich sage, das solltest du jetzt komplett aus deinem Bewusstsein streichen. Glaube nur noch das, was du überprüfen kannst. Dann landest du zwangsläufig bei Holofeeling. Das heißt, jeder, der behauptet, Holofeeling ist eine Lüge, müsste man zuerst einmal wieder definieren, wie definierst du das Wort Lüge? Ich sage dir, Holofeeling ist ein großer Schwindel. Aber jetzt ist die Sache, wie definierst du das Große und den Schwindel? Und wenn du jetzt wirklich den Komplex eines Wortes verstehst, wirst du jedes Mal merken, dass du zuerst einmal zwei Seiten hast, dass du jedes Wort extrem positiv auslegen kannst oder extrem negativ auslegen kannst. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein, aber was mir jetzt wichtig ist, und das will ich jetzt präzisieren in dem vorhergehenden Selbstgespräch,
Das sind Wiederholungen da. Die erste Wiederholung ist, ich weise nochmal darauf hin, dass du jetzt dir bewusst machen musst. Es ist unabdingbar, was du glaubst. Der normale Mensch meint, ich weiß doch, was ich glaube. Ich weiß doch, was ich weiß. Ist doch ein Dreck, weißt du. Jetzt ist natürlich schon wieder dieses DR-Eck, heißt ein generiertes Eck. Du kannst nämlich nur das wissen, was existiert. Du kannst dir nur sicher sein, dass jetzt das da ist, was jetzt da ist. Aber das siehst du in der Regel nicht im Geringsten. Du siehst deine Interpretation von dem, was jetzt da ist. Darum sage ich, dieses Cut, unser Symbol bei Holofeeling, heißt, du musst innehalten und dir jeden Moment bewusst machen, was jetzt für eine Information vorliegt. Das heißt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, schnipp, du denkst dir jetzt hier drei Pixelmännchen auf dem Bildschirm, das ist ein Monitor. Und jetzt frage ich dich, ist dir aufgefallen, dass alle drei dieser Pixelmännchen auf ihrem Pixelgesicht eine Brille sitzen haben? Waren diese drei Brillen jetzt die ganze Zeit da? Das ist jetzt hochinteressant. Auch da bin ich darauf eingegangen, wie das funktioniert. Oder eventuell jetzt denk an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, wenn du ein Brillenträger bist, hat deine Brille auf deinen Körper, die du dir jetzt, dein Körper existiert und die Brille existiert. Und jetzt kommt diese Sache mit dem Beschwören. Bei Holofeeling kannst du jede Aussage vor einen göttlichen Richter beschwören, ohne eine Meinheit zu schwören. Das kann kein religiöser Mensch, das kann kein esoterisch geprägter Mensch. Dieses ganze vom Hörensagen gekannte Wissen, dieses rezitierte Wissen macht dich so unendlich geistlos und blind. Es macht dich unter anderem zu einem sterblichen Säugetier, zu einem Affen. Und dann kann ich nur sagen, du wirst eine tiefe Demo kriegen, wenn wir jetzt hier in die hebräische Bibel, sage ich immer, ins Alte Testament reingehen, der sogenannte Tora, die fünf Bücher Mose, die auch, ich betone nochmal, wenn du ein Moslem sein solltest, irgendeiner muslimischen Strömung, es gibt ja keine Moslems, genauso wenig wie es Christen gibt. Es gibt Katholiken, Protestanten, es gibt Zeugen Jehovas und jetzt können wir 600 christliche Sekten aufzählen, die sich zwar alle Christen nennen, aber irgendwie verschiedene Christen sind, wir sind schon wieder in einer großen Kollektion und dasselbe gilt für die Moslems. Das heißt, den reinen Moslem gibt es als Ding an sich überhaupt nicht. Es ist irgendeine Unterform, eine Unterglaubensform von dem, was wir Moslems nennen. Das ist sehr interessant, wenn man das einmal erkennt. Aber es ist prinzipiell egal, was man dir erzählt hat, du äffst irgendeine Einseitigkeit nach. Jetzt will ich einmal, dass ich da auf den Punkt komme, weil ich habe ziemlich viel vor, dir jetzt zu zeigen, dass du dir das bewusst machen musst, was du glaubst. Das heißt, du schaust immer wieder rein. Das sind tausende Beispiele, die ich wiederhole. Das ist immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, schnipp wieder, ich bleibe extra beim selben. Du denkst jetzt, so, was kommt jetzt? Jetzt ist ein schwarzes Loch da und ich sage jetzt, du denkst jetzt ganz einfach, wir tauschen nochmal deine sinnliche Wahrnehmung mit Worten aus. Ich kann mit Worten deine sinnliche Wahrnehmung ausschalten. Du denkst jetzt an deinen Kopf, du drehst den Kopf, schaust zur Tür und schaust die Türklinke an. Probier es aus. Jetzt ändert sich deine sinnlich wahrgenommene Information, das Bild auf deiner VR-Brille und dann ist eine Tür da mit einer Türklinke. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Das, was wie eine Spielerei im ersten Moment klingt, ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Wo ist diese Tür jetzt gewesen, während du sie nicht gedacht hast? Das Erste, was du beschwören kannst, ist, sie hat nicht existiert für dich in deinem Kopf. Sie war keine Information. Das kommt das Bruch des zweiten Gebotes, weil du glaubst, dass all das, was du denkst, auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Da kommt das Missverstehen des Wortes Fakten. Ein Faktum ist eine Tatsache. Und es ist die Tat besteht darin, dass du was denkst, das ist die Tat. Und dadurch baust du in dir eine Information auf. Darum weise ich dich nochmal darauf hin, du bist der Schöpfer, nennen wir das Wort Schöpfer Gott, du bist der Gott, der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Du baust, das ist das Faktum. Das Faktum besteht darin, dass du durch Denken in dir eine Information aufbaust, die nur so lange existiert, solange du die denkst. Weil mit dem nächsten Gedanken, den du denkst, wird der bestehende Gedanke zerstört. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du das jetzt akzeptierst, schau mal, die Pixelmännchen nicken schon wieder so kräftig. Können diese Pixelmännchen das verstanden haben? Der Einzige, der mich verstehen kann, ist der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und
Und egal an was du denkst, es verändert nicht das Geringste an dir, an denen ich das jetzt erzähle. Egal an wen du denkst, wenn du jetzt an dich denkst, dann besteht das Faktum, dass du jetzt an einen Trockennasenaffenkörper denkst in der Regel, der erst zu existieren existiert, das betone ich zuerst einmal auf die Tiere, erst dann zu existieren beginnt in dem Moment, wo du den Körper denkst. Das kannst du wieder beschwören, ohne an Meinheit zu schwören. Und jetzt muss ich ganz einfach ein bisschen eins der werden, dass ich nochmal sage, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du diese kleine und simple Tatsache, dass es so ist, als das einzige Richtige erkennst. Sagen wir natürlich, bei richtig und verkehrt haben wir wieder zwei Seiten. Da gilt unsere Trinität, die ich tausende Mal erzählt habe, dass wir immer eine Synthese haben, wir haben ein richtig und ein verkehrt und dann steht ein rotes richtig drüber. Und da muss ich wissen, dass es in der Vatersprache, das Dick ist der Mittelpunkt, das Zentrum, aus dem Dick entspringt ein Rich. Und Rich ist eine Unterform von Ruch. Rich heißt Geruch. Geruch. Ge-Quadrat ist der Ruch und das heißt Geist. Aber es sind zwei Geister, die eigentlich ein Geist sind. So wie These und Antithese eigentlich nur einer sind, nämlich die Synthese von beiden. Ein Tag besteht aus Tag und Nacht. Ich wiederhole immer wieder dasselbe. Wenn du wüsstest, wie wertvoll das ist, was ich dir sage, wertvoll in Bezug auf dich Geist. Das sind so Sätze, die ich immer wieder wiederhole, jetzt solange du materialistisch geprägt bist und glaubst, das jetzt von dir gedachte Geld zum Beispiel, wenn du da möglichst viel davon hast, das erhält dich am Leben. Oder ein jetzt ausgedachter Gott. Es erhält dich niemals irgendetwas von dir Ausgedachtes am Leben, sondern du erhältst die Sachen am Leben, wenn du die ständig wiederholst. Immer wieder dir ausdenkst. Den Gott, den du dir ausdenkst, erschaffst du genauso, wie du das Geld erschaffst. Und dazu brauchst du weder einen Gott noch ein Geld. Ich meine, du brauchst keinen ausgedachten Gott und kein ausgedachtes Geld. Das, was du dazu benötigst, bist du doch schon. Du musst ein Schöpfer sein, der das ganz bewusst macht. Und das bist du jetzt, weil du dir auch dieses Gespräch ausdenkst. Aber in einem unbewussten Zustand. Du bist in einem gewissen Maß, und da springe ich immer wieder in ganz alte Selbstgespräche zurück, du bist wie ein Kugelschreiber, schreibt ein Gedicht. Schreibt es oder schreibt es nicht. Wir haben zwei Seiten. Da haben wir übrigens wieder diesen Rai. Der Logos des Schöpfergottes. Rai, der Spiegel. Wenn ich Holofilien-Grundlagen habe, das ist nicht ein wildes Geschwätz, sondern ein streng arithmetisches Prinzip. Der Arithmus. Ich beweise dir Geist mit einer 100%igen Sicherheit, dass du dich jetzt in einem Computerprogramm befindest, in einer Matrix befindest. Du bist in einem gewissen Maß wie ein, jetzt in deiner Logik ausgedacht, ein Spieler, der eine offene Welt durchlebt als Avatar, indem er den Joystick in der Hand hat und sich komplett verwechselt mit einer VR-Brille auf den Augen. Denkt er sich in eine Welt, in eine Traumwelt hinein als Figur, die sich nur in seinem Beroshit inmitten dieses Kopfes abspielt? Das ist natürlich jetzt kein Kopf hier, ne? Das ist ein Kopf. Schau mal genau hin. Ich rede jetzt von dem Kopf, an den du denkst, und dann doch nicht an den Kopf, an den du denkst, weil das was Ausgedachtes ist, was Existierendes ist vergänglich, und wir müssen zuerst einmal klarstellen, was ist ewig. Ewig ist das, was als Ding an sich nicht existieren kann, weil was existiert, wenn mit dem Existere aus diesem Nichts heraustritt, wird er zerstört. So, das lasse ich jetzt einmal gleich vorne weg. Das muss installiert sein. Und jetzt komme ich zu dem Eigentlichen, was ich dir erklären will. Du kannst dir bewusst machen, was du glaubst. Das, wenn ich sage, jetzt schau zur Tür, jetzt denk das. Wo war das, bevor du es gedacht hast? Oder wo war das, bevor du das angeschaut hast? Es hat nicht existiert. Ganz leicht zu erklären, meine zwei Metaphern, wenn du träumst, taucht es in dir auf. Aber es kommt aus dir, wenn du ein träumender Geist bist. Jetzt müssen wir dich schon, ein träumender Geist, wie sieht der aus? Da wirst du schon erkennen, wenn du dir wirklich eigene Gedanken machst, dass das schon was ist, was als Ding an sich gar nicht existiert. Und du machst dir jetzt bewusst, was du zurzeit glaubst. Und Holofeeling, drehen wir das jetzt genau um 180 Grad. Das ist jetzt genau dieses Prinzip von meinem Klingelingeling-Beispiel.
Jetzt mache ich kurz mit der Brösel-Geschichte raumzeitig. Ich habe das mal Neugierchen erzählt, den ich mir jetzt ausdenke. Ich bleibe jetzt den ganz normal menschlich mit Raum und Zeit und mit anderen Personen. Der schreibt ja hier seine Highlights aus den Updates, aus den Selbstgesprächen. Das heißt, das findest du auf der Holofeeling-Seite bei Holger Kallus. Da ist eine Tabelle, die wird ständig pro Selbstgespräch erweitert. Das nennt er die Highlights, dass er die Sätze, die ihn jetzt mit seinem Charakter triggern, nennt er das immer, dass er die nochmal hervorhebt in den Selbstgesprächen. Und dieses Klingelingeling-Beispiel sagt, dass seit er die Highlights macht, das ist ja noch nicht allzu lang, die Selbstgespräche gibt es ja 10 Jahre, 11 Jahre älter noch zurück, wie er die Highlights macht. Er hat, ich müsste jetzt lügen, er hat nur bei sich kurz mit der, weil die ja eine Schrift ist, kann man ja schnell durchlaufen lassen, glaube ich, 30 oder 40 Mal erwähne ich das Klingelingeling-Beispiel nur in seinen Highlights, in den verschiedenen Selbstgesprächen. Und die muss ich jetzt nochmal ansprechen, weil das Element auch wichtig ist. Wir haben ja festgestellt, wenn sich in dir was wiederholt, wenn du ständig die neuesten Holofeeling-Updates dir anhörst, wenn sich was wiederholt, hast du es wirklich noch nicht verstanden. Und da geht es ganz schlichtweg und einfach, in dir taucht ein Geräusch auf, du träumst ja, klingelingeling, und dann denkst du, wer ruft mich jetzt an? Oder du denkst an dein Telefon und wer ruft mich an? Das ist ja untrennbar verbunden und jetzt kommt dein jetziger Glaube, den kannst du dir bewusst machen, geh meinen Gedanken mit, du lebst im wahrsten Sinne in dem materialistisch-religiösen Wahn, dass du meinst, dass das, was du jetzt denkst, schon da außen war, bevor du es gedacht hast oder noch da außen ist oder in der Vergangenheit schon war, bevor du das erste Mal gedacht hast. Da bin ich oft drauf eingegangen. Und dadurch dreht sich die Kausalität auf den Kopf. Das ist dein jetziger Glauben, das ist der Ist-Glaube. Das ist das, was wir Materialismus denken und vollkommen unbewusstes chronologisches Denken. Obwohl dir eigentlich klar sein sollte, es ist hundertprozentig sicher, dass jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Einfach die vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Und ich kann auch nur hier sagen, verstehen wirst du es, wenn du es mindestens 2-3 Mal jedes Selbstgespräch intensiv anhörst und du musst dabei dich selbst beobachten, wie du auf diese Worte von dem Lautsprecher, von dem Pixelmännchen Udo reagierst. Das ist das Wichtige, das ist, findest du schon vor. Jetzt sage ich wieder zurückgeblättert, wir reden nicht von Chronologie, sondern von Stockwerken. Wenn du in deine Erinnerung hinabsteigst und du jetzt seit 20 Jahren dich mit Holofeeling beschäftigst, das sind jetzt zum Beispiel hier, du denkst jetzt da die 2 Mädels aus und da kann ich dir gleich sagen, die sind beide schon fast vor 20 Jahren, waren die schon in Almena-Vorträge gesessen. Stimmt oder stimmt? So lange ist das her. Und die stellen jetzt mit den Sätzen fest, dass die sagen, das hast du vor 20 Jahren schon erzählt. Aber jetzt wird es langsam zu einer Gewissheit. Das ist das. Aber die haben das tausende Male, diese Sätze gehört, bis man plötzlich sagt, hey, bin ich denn total neben mir gestanden? Weil man es immer wieder vergisst. Man vergisst es immer wieder. Ich kann dir nur sagen, bei Holofeeling, es geht nicht. Du kannst nirgends eintreten, austreten. Du kannst mit Geld nichts erkaufen. Das ist alles weltliche oder religiöse Sachen. Die Gier nach Geld, die Gier nach Macht. Bei Holofeeling geht es nicht darum. Da gibt es auch keine Sekte und keine Gruppe. Die sich wirklich mit Holofeeling beschäftigen, die wissen das. Es ist ein Weg, den man ganz alleine gehen muss. Der Geist, der träumt, ist der Einzige, der den Traum erlebt. Du bist der Einzige, der deine selbst erschaffenen Informationen erlebt. Stimmt oder stimmt? Ja. Ich greife auf das vorhergehende Selbstgespräch zurück. Eine ganz winzige Metapher. Wir denken uns jetzt einen Zeitungsausschnitt aus. Irgendeinen Bericht über Politik, über irgendein Thema, über politisches Thema, jetzt aktuell Ukraine-Krise oder Corona, impfen oder nicht impfen. Und diese Worte, es ist ja zuerst einmal nur eine Kollektion von Worten. Du konfrontierst hier 1000 Menschen mit diesem Zeitungsausschnitt. Ich sage jetzt absichtlich nochmal Deutsche, weil der in Deutsch geschrieben ist, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Wenn die Menschen, die du dir denkst, die deutsche Sprache nicht mächtig sind, können wir, die Sprachen sind jetzt in dem Beispiel austauschbar, würden die das sofort weglegen, weil sie einfach nur Buchstaben auf einem Blatt Papier haben oder auf einem Monitor haben. Und jetzt lassen wir 1000 verschiedene Charaktere. Jeder Mensch ist ein Charakter. Das hebräische Wort für Charakter ist API. Aleph, Pet, J. In der Vatersprache heißt es einfach das schöpferische Wissen eines Intellekts. Das schöpferische Wissen eines Intellekts besteht darin, in dem Moment, wo du diese Worte anschaust, wir können auch sagen, wenn das einer vorliest, hörst du die als Geräusche, wieder 2 Seiten, ist ein Wort jetzt irgendwelche sichtbaren Buchstaben oder ist es ein Geräusch? Beides. Ein Geräusch ist natürlich erst, wenn ein Geist da ist, der aus den Grundlagen Geräusche macht.
Und wir lassen jetzt hier so und so viele Menschen dieselben Worte in Erscheinung treten, beim Abrasten. Dann wirst du feststellen, dass je nach Charakter, nach dem schöpferischen Wissen des eigenen Intellekts, hier Vorstellungen sich aufbauen mit deinen sogenannten Interpretationssystemen in deinem Kopf. Die erschaffst du aufgrund der Worte. Und jetzt kriegt dieses Wort, im Anfang war das Wort eine vollkommen neue Dimension. Wenn du jetzt noch weißt, dass wenn ich immer betone, ich erzähle dir was, dass diese Buchstaben auch Zahlen sind, dann kannst du eventuell erahnen, hey, das ist ja wie in einem Computer. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. In deinem momentanen Wissen ist was drauf, was sind denn die Daten oder die Programme, wenn wir die jetzt mal ausgedachterweise uns genauer anschauen. Wobei du ein Programm als Ding an sich gar nicht anschauen kannst. Du kannst dir jetzt Folgendes denken, du kannst dir irgendein Speichermedium denken. Und was ist da eigentlich drauf auf einer DVD? Dann sagst du ja bloß 1 und 0. Das ist sehr wichtig, merk dir das, da kommen wir noch gleich dazu. Und was ist auf einem Chip drauf? Ja, in einem gewissen Maß auch bloß 1 und 0. Das ist halt dann ein Schalter, der offen ist oder der geschlossen ist. Und auf der DVD ist es halt ein Bündchen oder ein Strichchen. Und wenn ich jetzt mir DVD denke, die aus Millionen und Abermillionen von Bündchen und Strichen in einem ganz wilden Wechsel bestehen, oder dann entweder aus 1 und 0, wie wir das nennen, ist gleichgültig, dann wirst du plötzlich feststellen, im Anfang war das Wort. Und jetzt hast du eventuell ein gewisses Wissen über ein Morse-Alphabet. Das heißt, dass wir diese Seite, die jetzt in Buchstaben, so wie du das gewöhnt bist, da ist, können wir komplett umsetzen in Bündchen und Strichen. Es ist dieses. Das ist eine Kombination von Bündchen und Strichen und dann hast du diese Seite letztendlich bloß als Bündchen und Strichen, als 1 und 0. Ich erzähle dir etwas. Es ist diese Worte, sind nur Bündchen und Strichen, wo dann auch Bilder daraus entstehen können. Es ist eine extreme Vereinfachung von dem, was ich dir sage. Und nochmal, Holofeeling, ist dieser Code, so wie du jetzt in deiner normalen Welt an der Universität gehen kannst und du kannst Computertechnik, Ideetechnik und Programmieren lernen in einer unendlichen Vielfalt. Dasselbe ist jetzt die Metapher in deiner Traumwelt für das, wie deine eigene Welt, die du jetzt sinnlich wahrgenommen in deinem roten Kopf als träumender Geist, vollkommen real, wie du das nennst. Die Schwierigkeit ist schon wieder dieses Wort real. Zu dem Re kommen wir noch. Merkt ihr das Wort real? Das heißt, Real ist ja Gott und ist nichts. Und das Re hebräisiert ist einmal der Freund, der Nächste, aber auch der Feind, das Schlechte, das Böse. Die zwei Seiten, so wie nämlich ein Tag und Nacht ist. Das erzähle ich so oft. Muss dir klar sein, wenn du sagst, jetzt ist Tag, redest du von der hellen Hälfte, die du dir jetzt ausdenkst? Oder redest du von dem ganzen Tag mit 24 Stunden? Das ist die Synthese und dein Tag ist Tag und Nacht. Und die Liebe E-Quadrat, von der ich rede, hat auch zwei Seiten, nämlich das Lieben und das Hassen. Was hier passiert, ist ein Dimensionswechsel, dass die unteren zwei Seiten eins werden auf einer Höhe, das ist These, Antithese, Synthese. Das ist ein Riesenunterschied, wenn die Menschen sagen, ich liebe oder das ist richtig. Es gibt ein richtig. Ich kann auch ich lesen, IG heißt göttlicher Geist. Rich. Der Kopf ist eine göttliche Kollektion, dieses Rich. Ruch ist der Geist, Rich ist der Geruch. GE-Quadrat ist Ruch, das ist der Geist. Blau gelesen, man es die vier Weltgegner, eine berechnet aufgespannte Kollektion, RUZ. Ein ganz simples, einfaches Prinzip, das man in kürzester Zeit lernen kann, wenn man es wirklich verstehen will. Dazu muss man neugierig sein. Also diese These, Antithese und jetzt komme ich zurück. Ich habe mir sehr, sehr viel gedacht. Diese Wiederholungen sind ganz, ganz bewusst jetzt erklärt worden. Ich versuche das einmal zu kürzen, aber dann verstehst du es nicht. Jetzt kommt das Klingelingeling-Beispiel. Wenn du das jetzt anhörst, ich sage, geh zurück, du hörst das auf 40, 50, 100 Selbstgespräche, dann betone ich immer wieder, für dich ist es so, wenn ein Geräusch jetzt in dir auftaucht, vergiss es das, was von außen kommt. Du träumst, es kommt in dir, taucht ein Geräusch auf, ich sage Klingelingeling, und du wirst aufgrund dieses Klingelns, ich sage einfach mal an dein Telefon denken. Kann natürlich auch die Haustierglocke sein, das ist vollkommen wurscht. Dieses spezielle Geräusch, Klingelingeling, lässt dich an was denken. Das heißt aber, du tauschst eigentlich nur deine Informationen aus. Du erlebst nur deine Informationen und du merkst jetzt, dass du eigentlich das Telefon erschaffst, weil das Klingeln da war, das du dir nicht raussuchen konntest. Das kommt ja wie aus nichts, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn ich ja mal einfach das zweite Gebot halte, dass ich mir kein Bild mehr von irgendwas da draußen mache, da droben im Himmel, da drunten auf der Erde oder sonst wo. Weil meine Informationen können ja bloß hier und jetzt in meinem Kopf sein. Und das kann nicht dieser Kopf sein, an den ich denke, wenn ich an meinen Kopf denke, weil der ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Also muss da nochmal ein anderer Kopf sein, das ist dieses Berosch. Kommen wir gleich dazu. Kommen wir auch noch dazu. Ich hoffe, dass ich nicht zu euch ausufer. So, das ist die eine Seite und jetzt kommt deine Logik, das Gefühl, schau in dich rein, was du glaubst. Du bist felsenfest, hundertprozentig davon überzeugt, dass da außen Menschen sind und eine Welt ist. Und weil da irgendeiner jetzt, der da außen ist, auch wenn du ihn nicht denkst, ist ja hundertprozentig sicher. Das heißt praktisch, du bist dir hundertprozentig sicher, dass ein Gedanke, den du nicht denkst, trotzdem existiert. Also das, was du denkst, das ist schon hundertprozentig sicher. Das, wenn du jetzt immer wieder wiederholst, merkst du, was für ein Wahn eigentlich deine Lehre und deine Lehre, deine Eltern, alle um dich herum, deine Mitmenschen, was für ein Wahn die leben. Diese unendliche Arroganz, ich sage, das sind die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen. Nadja erzählt mir zum Beispiel mit ihrer Mutter, die kann überhaupt nicht mit ihrer Mutter mehr reden, egal was sie sagt, die sitzt da mit einer Arroganz und sagt dann einfach, ich weiß doch alles, ich weiß alles. Dann jetzt als Brösel und der Brösel nehme ich ein Blatt Papier, lege es vor die Nadja hin, sage, Nadja, mach einfach Folgendes, dann lege ich ein Blatt Papier hin und dann sag du einfach mal die Gravitationsformel aufzeichnen. Wenn du doch alles weißt, das ist doch kein Problem. Ja, ich weiß das, was wichtig ist. Pustekuchen. Das ist der Größenwahn von Intellekt, von Wissen, egal welches Wissen du in dir trägst. Es ist nicht dein Wissen. Mein Schwammbeispiel. Es sind so kindgerechte, kleine Beispiele, darum sage ich, jeden 13-Jährigen erkläre ich was die Weisesten deiner Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, die jetzt übrigens nur Gedanken sind. Die Frage, kann ein Gedanke, den du dir denkst, was wissen? Das beantworte ich mit einem klaren Ja, selbstverständlich kann der was wissen für dich, wenn du dir denkst, dass er was weiß. Dann wird es für dich so sein. Was aber nichts daran ändert, dass der Gedanke, den du denkst, gar nicht mitkriegt, dass du ihn denkst. Und mach dir bewusst, dass jeden Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, Mensch in Bezug auf Trockennasenaffe, dass der hier und jetzt entsteht in deinem Kopf, weil du den denkst. Jetzt sind wir wieder bei unserem Blatt Papier, das du liest, wo Politikernamen draufstehen. Putin, Habeck, Physikernamen, Philosophennamen. Und dann wirst du ganz, wenn du es jetzt anschaust, was löst das Wort in dir aus? Was löst das Wort Habeck oder Putin in dir aus? Oder Hitler? Und dann wirst du feststellen, kennst du den Putin? Kennst du den Habeck? Hast du den jemals gesprochen? Nee, du warst aber hundertprozentig sicher, wie der ist. Weil du irgendeine Einseitigkeit aus Worten konstruiert hast, eine Einseitigkeit, die dir vollkommen logisch erscheint und dann fängst du mit Leuten zum Streiten an als Brösel und der Brösel, dass die alle nicht recht haben, wenn einer was anderes behauptet. Ich demonstriere dir deinen absoluten materialistischen Wahn in dir, deinen religiösen Wahn. Lass uns an den Jesus denken. Oder an einen Gott. Gibt es den oder gibt es den nicht? Ich sage, selbstverständlich gibt es einen Gott, wenn du ihn denkst. Es gibt auch jetzt einen Holocaust, weil wir jetzt an den Holocaust denken. Aber ob der in der Vergangenheit war, beweis es mir. Nochmal, egal was du mir jetzt bringst, welches Blatt Papier, welches Dokument das jetzt in dir auftaucht, wenn das in dir auftaucht aus dir selber, das beweist gar nichts, weil ich dir nämlich 1000 andere Sachen auftauchen lasse, wo das Gegenteil drin steht. Also du brauchst ein vollkommen neues Denken. Das neue Denken ist eine vollkommen neue Bewusstseinsebene. Die wirst du nicht, absolut niemals bis in alle Ewigkeit betreten, wenn du die jetzt sicher nicht freiwillig aufgibst. Freiwillig. Wobei ich ein bisschen mithelfe. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Nicht, dass ich dich da mit Gewalt raushole, sondern ich zünd jetzt deine Welt an, dass du vor Erbarmen flehst und schreist. Und ich drohe dir jetzt nicht. Weil ich genau genommen gar nichts selbst mache, sondern ich mache das, was du denkst. Ich werde jetzt ganz massiv das in dir verwirklichen, wovor du Angst hast. Weil wie blöd ist es eigentlich, dass du dich von einem Gedanken, den du denkst, fürchtest. Und noch blöder ist es, wenn du irgendeinen Gedanken, den du dir ausdenkst, bewunderst und meinst, der wäre mächtiger wie du. Er ist, weil du ihn denkst und er wird so sein, wie du ihn denkst. Und wenn du jetzt jemanden denkst, zum Beispiel einen Gott, der viel mächtiger ist wie du selbst, ist dir gar nicht klar, dass da zwei Probleme vorliegen. Probleme.
Das erste, dass du in dir einen übermächtigen Gott erschaffst. Und zum zweiten, dass du ein total ohnmächtiges Wesen erschaffst. Das ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du bist aber weder der ausgedachte Gott, der übermächtig ist, noch dieses ohnmächtige Wesen, das du denkst, weil beide sind Existenzen, die nur existieren, wenn du sie denkst. Du bist aber immer. Haben wir nicht festgestellt, dass sich an dir selbst nicht das Geringste verändert, wenn sich deine Informationen verändern? Das heißt, wenn jetzt ein übermächtiger Gott in dir auftaucht, weil du dir den jetzt denkst, sonst ist er ja nicht da. Und zwangsläufig eine Gegenseite da ist, nämlich ein absoluter ohnmächtiger Bresel, der hier auf Gedeih und Verderben von diesem Gott, den du dir ausdenkst, angeblich abhängt. Vorausgesetzt natürlich, du glaubst an einen Gott. Jeder von dir ausgedachte Mensch ist das dann mal ein Gedanke von dir und jeder dieser Menschen hat im Hintergrund ein das, was ich Geistesfunk stehen, was du letztendlich immer selbst bist. Wieso? Weil es gibt nur einen Geist und der Unterschied von den Geistesfunken ist, dass jeder bloß ein anderes Werte- und Interpretationssystem zum Denken benutzt. Das heißt, wenn ich mir jetzt 1000 Menschen denke, blau gelesen Mensch, nicht Körper, dann sind es 1000 verschiedene Interpretations- und Werteprogramme und diese 1000 Menschen, je nach Werteprogramm, wenn die jetzt diese DIN A4-Seite zum Lesen bekommen, werden aus den Worten komplett andere Vorstellungen aufbauen. Es ist aber immer derselbe Geist, ich kann sagen, derselbe Computer, bloß mit einem anderen Programm. Dieses Prinzip erkläre ich gebetsmühlenhaft und ich betone, das ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Es ist wie wenn ich weiß, Windows-Datenstrukturen von einem Windows-Betriebssystem irgendeinen Computer vermitteln muss, der nur mit Basic-Betriebssystem arbeitet. Da muss ich das extrem verarbeiten. Es ist aber verstehbar. Wir tauschen jetzt, Klingelingeling-Beispiel, die zwei Seiten aus, dass ich sage, das, was du glaubst, dass das, was du jetzt denkst, was die Ursache für das Klingeln ist, denkst du, weil es klingelt. Wenn ich dich frage, wo kommst du her, sagst du, ich wurde von meiner Mutter geboren, also ist meine Mutter die Ursache, dass ich existiere. Nein, du Geist bist die Ursache, dass dieser Vorgang in dir existiert, wenn du das denkst, weil du dir jetzt eine Frau in die Vergangenheit denkst, die ein Äffchen aus den Beinen, zwischen den Beinen herausquetscht, aus ihrer Matrix. Das sind Gedanken, die du jetzt denkst. Damit erschaffst du diese Mutter, dieses Trockennasenaffenweibchen und diesen angeblich biologischen Geburtsvorgang. Hier und jetzt in deinem Kopf. Weil du der Geist bist, der sich das ausdenkt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Kannst du sofort überprüfen. Du erschaffst jeden Gedanken, den du denkst. Also von wegen, du hast mit der Welt nichts zu tun und mit dem heliozentrischen Weltbild. Du bist der Schöpfer dafür. Aber was du erschaffen kannst, steht und fällt, wenn ich jetzt wieder sage, du bist dein Computer mit dem, was du zum Denken benutzt. So, und jetzt müssen wir mal wieder auf die Reihe kommen. Schon viel zu viel Gelaber, wo ich 1000 Mal erzählt habe, aber ich weiß, es ist nötig, dass das immer wieder hochkommt, weil dass du irgendwann einmal wirklich sagst, hey, so ist es ja. Und jetzt haben wir die Gegenseite bei dem Klingeling-Beispiel, dass ich sage, wir drehen jetzt die Kausalität um. Genau genommen, wir stellen sie richtig. Es ist nicht so, es klingelt weiter außen, welche sind, die mich anrufen, sondern weil immer in dem Traum ein Klingeln auftaucht, denke ich zwangsläufig an einen Anrufer, das zwingt mir mein Programm auf. Das ist genau jetzt dieses Klingeling-Beispiel, das auf hunderten von Selbstgesprächen drauf ist. Und in jedem dieser Selbstgespräche betone ich, dass ich nicht sage, dass diese neue Seite richtig ist wie die andere Seite. Zu jeder Vorstellung von Richtigkeit eine Kehrseite und die Seite, die du als richtig ansiehst, wird im ersten Moment dir die Kehrseite verkehrt erscheinen lassen. Verkehrt herumgedreht. Also es geht hier nicht um richtig und verkehrt. Der Unterschied besteht darin, dass du eine Seite überprüfen kannst. Das ist die neue Seite und die andere Seite kann man nicht überprüfen. Die baut auf blindem Wissen auf. Was aber nichts daran ändert, dass für dich der zuerst beschriebene Vorgang, ich höre ein Geräusch und ich denke an mein Telefon oder an meine Haustürglocke, ich höre ein Geräusch und ich denke an einen Vogel. Es taucht ein Wort in mir auf, immer dran denken. Geräusche sind nur akustisch dargestellte optische Worte. Sprich eine Datenstruktur, Bündchen, Strichchen auf der Datei. Die entweder dann als Worte auf dem Bildschirm sichtbar, auf der VR-Brille, Fetzen Papier oder als Geräusch aus dem Lautsprecher auftauchen. Die Grundlage sind Bündchen und Striche in 1 und 0. Ich höre ein Geräusch und ich denke an ein Rasenmäher. Ich höre ein Geräusch, Gerhard.
Und ich denke an irgendeinen Gerhard. Ich höre ein Geräusch Udo und ich denke an irgendeinen Udo. Jetzt ist der Witz, dass ich schon merke, dass das Wort Udo als Ding an sich eigentlich noch gar kein Bild gibt. Es ist, in einem gewissen Maß hast du eine Google-Suchmaschine in dir und dann wird zuerst einmal an erster Stelle ein Udo stehen. Das kann aber bei jedem, je nach Programm, ist das ein anderer Udo. Und dann gehst du runter und dann wirst du feststellen, dann kommen andere Udos. Udo Lindenberg, Udo Jürgens, Udo bla 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 bla. Ein Udo kann dein Bruder sein, es kann dein Mann sein, es kann ja sein, dass du sogar an dich selbst denkst, wenn du das Wort Udo hörst. Also du merkst bloß mit dem Wort Udo ist noch gar noch nicht so viel getan. Namen, sagt der Udo immer, sind jetzt Austauschspruch. Aber es ist wie in einer Suchmaschine, das zerst Krebs, zack, irgendwas zerst da mal da ist und dann stehen da noch andere Bezeichnungen, was das Krebs heißt. Und ich werde dir jetzt zeigen, dass ich sage, jedes Wort ist eigentlich hier, mein symbolisches 400-Seiten-Buch steht eigentlich für unendlich viele Seiten, was in einem einzigen Wort drin ist. Du kannst aus einem Wort unendlich viele Informationen machen, wenn du die Vordersprache verstehst. Das ist jetzt die Sache, wir tauschen hier einfach wichtig, wir brauchen beide Seiten. Und du musst jetzt die Mitte werden, eine Mitte gibt es nur um eine These und eine Antithese. Erst durch These und Antithese entsteht eine Mitte, eine Seite hat keine Mitte. Die Seite hat auch keine Mitte. Beide verbunden bilden eine Mitte. So, und jetzt machen wir dasselbe mit dem Glauben. Du schaust jetzt in dir rein, was du bisher glaubst. Das wäre unser Klingeling-Beispiel. So wie das für dich vollkommen, bis dadurch vollkommen logisch erschienen ist, also richtig war. Und wenn jetzt das erste Mal in dir einer auftaucht und sagt, hey, das ist doch blöd, wenn du sagst, hier, es klingelt, weil da aus einer Telefon ist. Weil sie mir geklingelt hat, habe ich an der Telefon gedacht. Da wird sich alles in dir wehren, das ist meine Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Der Erste, der erklärt dir, was du sofort auf der Stelle überprüfen kannst, das ist überprüfbar. Und der Zweite glaubt felsenfest an Sachen, die man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Ich wurde von meiner Mutter geboren, kannst du es beschwören? Nur mit der Meinheit, schau dir das vorgehende Selbstgespräch nochmal. Also wir haben hier zwei Seiten, die beide nötig sind, um zu erkennen, dass ich bin ja der sich beide Möglichkeiten ausdenkt. Ich bin aber nicht irgendeine dieser Möglichkeiten. Ich bin in diesem Niemandsland, in diesem Nichts, was religiöse Menschen das Jenseits nennen. Das Jenseits ist das Gegenteil vom Diesseits. Sehr interessant, wenn man hier dieses Diesseits und Jenseits in der hebräischen Sprache anschauen. Das ist einmal das Olam Hasa. Olam ist zum einen die Welt, steckt aber noch wesentlich mehr drin, wie in jedem einzelnen Wort. Und Hasa ist der Dachtraum. Das, was man vor sich hin fantasiert, heißt auch dies, dieser, dieses, dieser, dies, er. Dies, was ich jetzt erwecke. Das, was ich vor mich hin fantasiere, was ich mir ausdenke in meinem Dachtraum. Und dieses Olam Hasa im Hebräischen, das ist es Diesseits. Und dann gibt es noch ein Olam Haba. Olam ist die Welt, auch die Ewigkeit übrigens, eine Ewigkeit, die entweder nur aus einem Dachtraum besteht. Und die Olam Haba oder Hola Emet, Olam Haba, Ba heißt kommen, das ist die Welt, die kommen wird, wenn du mich verstanden hast. Emet heißt dann Wahrheit, die Welt der Wahrheit, der wirklichen Wahrheiten. Das, was hundertprozentig sicher ist, aber jedes, was hundertprozentig sicher ist, erfordert immer wieder, dass du was denkst. Und diese Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit, heißt es schon in Ich Bin Du. Das, was du wahrnimmst, muss zwangsläufig existieren. Was existiert, ist existiert immer nur für einen Moment, weil der nächste Gedanke den Gedanken diese Existenz ja schon wieder zerstört. Das ist das, was du, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke, nachvollziehen kannst, überprüfen kannst und beschwören kannst. Das, was für dich vollkommen logisch ist, dass die Menschen, die du jetzt denkst, solange du glaubst, dass die unabhängig von dir da außen noch dann existieren, wenn du nicht an sie denkst und jetzt noch da außen sind. Der Putin zum Beispiel, der Habeck oder jetzt der Udo Becher, ist der wirklich da außen? Kannst du es überprüfen? Jetzt? Keine Frage, du kannst ihn auf deine Fahrbrille holen, du kannst ihn realisieren, weil du ja glaubst, dass der irgendwo da außen rumläuft. Aber wenn der dann auf deiner VR-Brille als real, als sinnlich wahrgenommene Information in dir in Erscheinung tritt, wird es jetzt sein. Auch da bin ich hunderte Male drauf eingegangen, solange du glaubst, dass da außen was ist, das mag ein Ukraine-Krieg sein und dass das die Guten sind oder die Bösen sind. Für dich wird es zwangsläufig so sein, wie du dir das denkst.
Aber kannst du das, was du denkst, auch beschwören, dass das wirklich da außen so ist und das wirst du dir abgewöhnen, wenn du das zweite Gebot hältst? Und du wirst dir vor allem abgewöhnen, in irgendeiner Form dich mit einem Gedanken zu verwechseln, wenn du das erste Gebot hältst. Da heißt es nämlich, mach dir kein Bild von Gott. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Magst du nicht als der, der jetzt aufgrund dieses Gedankens in sich eine Information erschafft, brichst du in dem Moment nicht das erste Gebot? Weil du dir ein Bild von dir selbst machst. Du bist doch der Schöpfer für deine Informationen. Ist es nicht ein ganz klares Deutsch? So, und jetzt machen wir das, was wir mit dem Klingelingeling-Beispiel gemacht haben. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Glauben. Du machst dir bewusst, was du zurzeit glaubst, was für dich richtig ist. Und jetzt schwenkst du um auf Holo-Feeling. Das ist, dass du nur noch das glaubst, was du hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Und jetzt nochmal, ich behaupte nicht, dass die Seite richtiger ist. Ich behaupte nur, dass du das neue Denken von Holo-Feeling von Moment zu Moment überprüfen kannst. Und dadurch ist es hundertprozentig sicher, weil du das beschwören kannst vor jedem Richter der Welt. Und es gibt keine Richter in der Welt, sondern da ist nur ein allereinziger Richter in deiner Welt, das bist du selber. Das ist jetzt das Gemeine an dem Trick, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Es wird nämlich alles, was du denkst, erschaffst du und es wird genauso sein, wie du es denkst. Aber deine Richtersprüche verstrecke ich an dem, der du zurzeit zu sein glaubst, mit dem du dich verwechselst. Das ist, du wirst merken, das ist die Gerechtigkeit. Und jetzt befindest du dich in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo um dich herum vollkommen geistlose Nanz sind. Das heißt, das, was du bisher am meisten bewundert hast, musst du um 180 Grad drehen, dass das die schlimmsten und die übelsten Personen sind, die es überhaupt gibt. Jetzt zum Beispiel, Nadja, jetzt denk an deine Mutter. Du erzählst in einer gewissen Ironie, wie diese 80-jährige Frau, an die 80, glaube ich, hast gesagt, diese 80-jährige Frau, wenn du denkst, wie die sich jung macht, wie ein Püppchen, die mit aller Gewalt meint, sie ist nicht alt, ein klares Zeichen von Geistlosigkeit, weil wirklich geistige Reife auch mit einer körperlichen Reife zu tun hat. Gibt immer auch wieder die Ausnahmen, die die Regel bestätigt, die ja alles weiß. Das ist nur aufgeblasene Arroganz. Und dann wird dir, zeig mir, ich zitiere aus der Bibel diese heiligen Schriften, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es absolute Vollpfosten sind. Ich sage, nein, das sind jetzt Gedanken, die du dir denkst. Und die werden so sein, du sie dir denkst. Du kannst die jetzt bewundern, diese Gedanken, oder du kannst sie, und jetzt brauchen wir die Gegenseite, kannst erkennen, was da eigentlich für ein Geschwätz dahinter ist. Und jetzt ist auch wichtig, es geht nicht darum, jetzt muss ich einen richtigen Cut machen, es geht nicht darum, dass du von dem einen Glauben in den anderen wechselst. Bei der, die Seite ist jetzt eine Dasse eigentlich, nein, bleiben wir bei der Welle, ist jetzt eigentlich eine Welle ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt ein Tag eigentlich hell oder dunkel? Du musst der werden, der beides gleichzeitig ist. Das sind jetzt nur die zwei Seiten. Das heißt, die Mitte, der sich diese Welle ausdenkt, richtig und verkehrt, ist austauschbar. Immer an die Tasse denken. Ist jetzt der Henkel an der Tasse rechts oder links und jetzt erkennst du schon, hey, da gibt es ja noch wesentlich mehr Perspektiven. Ich weise nochmal darauf hin, wenn du bei Holo-Feeling auf der Holo-Feeling-Seite schaust, da gibt es sogar Darstellungen für die ersten 16 Perspektiven. 16. Und die sind alle gleichzeitig dort. Es sind 16 Möglichkeiten, eine Tasse zu betrachten. Und sobald du dir die 16 deckst, sind nochmal 16 da. Das ist dieses bis ins Unendliche. Es geht, dass du dieses Prinzip verstehst. Du musst dieses einfache Prinzip verstehen. Mir geht es nicht um Vielwisserei. Um das auf den Punkt zu bringen, dass hier immer wieder, es geht nicht, dass du sagst, ich bin krank und ich will gesund sein. Ich bin arm und ich will reich sein. Ich bin unglücklich und ich will glücklich sein. Dann hast du in einem chronologischen Denken, was du bis in alle Ewigkeit leiden, weil es wird dann das kommen, was du willst für einen kurzen Moment und es wird aber wieder verschwinden und dann kommt wieder die negative Seite und du wirst wieder kämpfen und du kannst es runter rationalisieren, solange du mit irgendeinem Gedanken, der in dir auftaucht, nicht einverstanden bist oder den anders haben willst, was du leiden. Du hast zwar kurzfristig Freude, aber im selben Maß, was du wieder leiden. Das ist ein unumstößliches göttliches Prinzip. Und wenn du jetzt ein wundervolles Leben hattest in einer Form von einseitig wundervoll, wirst du das nächste Leben ein Scheißleben haben. Und wenn du jetzt ein Scheiß, selig die meine Bergpredigt,
Versteht es wirklich, wirklich, wenn ich sage, meine Bergpredigt, zähle ich die, die jetzt krank sind und leiden. Dann ist aber schon wieder das nächste Problem, weil wir das immer wieder drehen müssen, dass wenn es einem den ganzen Leben gut gegangen ist, dass er ja fast Angst haben muss. Nein, das musst du nicht, wenn du weißt, dass das nächste Leben nicht auf dieser Ebene abläuft, sondern du in die nächsthöhere Ebene aufsteigst. Es ist nämlich ein Dimensionswechsel vonstatten, dass ich immer sage, mein Beispiel, um das verständlich zu machen, aus Gesundheit und Krankheit ist die Synthese die Heiligkeit, das ist die Mitte. Keiner strebt diesen Zustand an, er will von der Krankheit in die Gesundheit. Ich will von der Lüge in die Wahrheit. Blödsinn. Mhm. Da, wo du hin willst, ist die nächste Einseitigkeit, die sich wieder mit der Seite austauscht. Und jetzt für ein Geräusch. Und jetzt sieht es so aus, dass bei der Synthese entsteht was Neues. Aus Gesundheit und Krankheit wird die Heiligkeit. Und die Heiligkeit ist der Zustand, dass du weder an das eine noch an das andere denkst. Plus 5, minus 5 fällt zusammen. Wie perfekt das beschrieben ist in deinen jetzigen Büchern, in der Sprache. Da beginnt jetzt das eigentliche Wort und dann wirst du feststellen, dass Holofeeling ein einziger großer Schwindel ist. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass du ein Wertesystem hast und bei dem Wort Schwindel und bei dem Wort Großvorstellungen hast und ein großer Schwindel ist was anderes wie ein kleiner Schwindel. Ich sage nein, groß und klein ist wie Wellenberg und Wellental und die kleinsten werden die größten sein und jetzt brauchst du die Vordersprache, um das aufzulösen und zwar auch arithmetisch aufzulösen. Was jetzt der Schwindel ist und dazu schalte ich jetzt einfach einmal hier das ein und da mache ich jetzt spaßhalberweise eine Kleinigkeit, den schauen wir uns an, ein Freund von mir, das sind 12 Sekunden, ein kleines Ding von 12 Sekunden und schau dir das einmal an. Genau zuhören. Ein gedachtes 10-Euro, ein gedachter 10-Euro-Schein und ein tatsächlicher 10-Euro-Schein, da gibt es einen großen Unterschied. Ne? Das Erste, was ich jetzt sage, wir lassen es mal durchlaufen. Nur weil ich mir etwas denken kann, heißt es noch lange nicht, dass es auch existiert. Und du wirst jetzt merken, jetzt zeige ich dir 4 Perspektiven. Wir hören das nochmal an. Ein gedachter 10-Euro-Schein und ein tatsächlicher 10-Euro-Schein, da gibt es einen großen Unterschied. Nein, das ist verkehrt, Herr Professor Lesch. Weil in dem Moment, wo du dir was denkst, etwas Gedachtes, etwas Ausgedachtes, ist es eine Tat. Wir haben doch gerade festgestellt, ein Faktum, eine Tatsache, Fahrgerät, tun, machen, handeln, eine Tatsache ist, das Faktum besteht darin, dass du was denkst und in dem Moment, wo du was denkst, beginnt was in dir zu existieren. Und in dem Moment, wo das existiert, ist es ein Produkt dessen, dass du es denkst. Nur weil ich mir etwas denken kann, heißt es noch lange nicht, dass es auch existiert. Doch, in dem Moment, wo du was denkst, existiert es. Es ist bloß die Schwierigkeit, dass er zwischen innen und außen trennt. Er sagt, wenn ich einen 10-Euro-Schein denke, müsste er sagen, ist es logisch, dass ich jetzt den Gedanken an einen 10-Euro-Schein habe, aber der ist ja nicht ein realer, sinnlich unabhängig von mir da außen der existierende 10-Euro-Schein. Erst wenn ich aus dem gedachten 10-Euro-Schein einen sinnlich wahrnehmbaren 10-Euro-Schein mache, in seiner Logik, in dieser fehlerhaften materialistischen Logik, dass der unabhängig von mir da außen existiert als etwas Materielles, dann ist er, das nennen die dann Wirklichkeit. Ein gedachter 10-Euro-Schein und ein tatsächlicher 10-Euro-Schein. Und der tatsächlichen, das, was er tatsächlich nennt, ist ein sinnlich wahrnehmbarer, unabhängig von ihm selbst, unabhängig vom Denker existierender 10-Euro-Schein. Nein, da gibt es einen großen Unterschied. Ne? Nur weil genau genommen ist da kein großer Unterschied, weil ein gedachter 10-Euro-Schein eine Information ist, die vom Denker erschaffen wird und ein sinnlich wahrgenommener 10-Euro-Schein, der auf deiner VR-Brille in Erscheinung tritt, für dich unbewusst in einer gewissen Entfernung vor dir da außen zu liegen scheint und auch dann da außen ist, wenn du ihn nicht mehr denkst. Das ist aber nicht der Fall. Wenn du an was nicht mehr denkst, existiert es nicht mehr. Wenn ich mir etwas denken kann, heißt es noch lange nicht, dass es auch existiert. So, ganz interessant. Nur weil ich mir etwas denken kann, heißt es noch lange nicht, dass es existiert. Lieber Herr Professor Lesch, wie sieht es jetzt aus mit Wassermolekülen, mit Photonen, mit Atomen, mit Tachyonen, mit schwarzen Löchern, mit
dunkler Materie. Wie sieht es mit all den Sachen aus, die du dir ausdeckst? Das ist eine gute Frage. Existiert es, wenn du es nicht denkst? Das sind doch nur Gedanken. Nur weil ich mir was denken kann, heißt es noch lange nicht, dass es existiert. Denke mal an ein Osterhaus. Jetzt denk an den Budin. Was sagt deine Logik? Das eine wie das andere ist ein Gedanke, den du denkst, der in dem Moment entsteht, wo du ihn denkst. Aufbauend auf Wissen, nach geistlos nachgeäfftes Wissen. Das ist die große Problematik der Menschen. Von der tiefen Erkenntnis, was Worte bedeuten, obwohl es in jedem Wörterbuch drin steht. Es sind geistlose Schwätzer. Ich erinnere an das vorhergehende Selbstgespräch. Selbes Pixelmännchen sitzt da und sagt, wir stellen uns jetzt hier einen Kubikzentimeter vor mit Luft. Da ist Luft drin. Das sind 10 hoch 19 bis 10 hoch 20 Teilchen, die sich hier in den Kubik, da sieht man nichts. Ja. Das sind gedachte Teilchen. 10 hoch 19 bis 10 hoch 20 Teilchen in einen Kubikzentimeter. Die denkst du jetzt. Dann heißt es noch lange nicht, dass das existiert, was du denkst, so wie du das ja selber definierst. Aber komischerweise, da ist dann wieder ein Unterschied. Das siehst du dann wieder ganz anders. Und wenn ich in die mittlere Milchstraße gehe, dann ist in einem Kubikdezimeter bloß noch ein Teilchen. Und im ganzen Universum ist ja vom ganzen Kubikmeter bloß noch ein allereinziges Teilchen. So verdünnt sich das Ganze in dem unendlichen Raum um mich herum. Bloß, dass dieser unendliche Raum um dich herum, der angeblich auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst, eben nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst. Es ist ein Traum. Und das beweise ich dir mit arithmetischer Sicherheit. Und jetzt fangen wir mal ganz einfach, das Erste, das war mir jetzt wichtig, und wir fangen jetzt einfach mal an mit einer Person. Er hat ein persönliches Wissen. Was ist eine Person? Ich mache ganz normal der deutsche Wortschatz bis 1600 bis heute. Eine Person ist erst einmal ein menschliches Wesen. Jetzt beginnt es schon, was ist ein menschliches Wesen? Ist ein Affe ein menschliches Wesen? Wie definierst du das Wort Mensch? Und dann kann ich immer nur sagen, ist es ein Adam oder ist es ein Enosch? Wieso, sagt jetzt der ungebildete Mensch, dass wenn du eine universelle Bildung hast, dann wirst du nämlich feststellen, dass der Adam der Mensch ist, von Gottes Ebenbild, von Gott erschaffen. Gott erschafft den Adam, der Rote, das ist immer rot geschrieben hier, das heißt auch, ich bin rot eigentlich. Und dann, ich werde zu Blut, Adam. Übrigens reine hebräische Grammatik. Ob jetzt da irgendwelche Hebräer, die wir uns ausdenken, das wissen, ist eine andere Frage, weil das ist wieder einfach nur Gedanken. Das Erste, was du dir merken musst, alles, was ich Geist dir jetzt erzähle, wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, sprich ganz einfach ein Gedanke, den du dir denkst, verstehen. Ich erkläre das jetzt nur dir. Vollkommen gleichgültig, welches Wertesystem du hast. Jetzt kommen wir wieder zu dieser DIN A4-Seite. Haben wir nicht festgestellt, ich gebe ein und denselben Geist, nur mit einem anderen Intellekt, mit einem anderen Wertesystem, dasselbe schriftlich zum Lesen. Und es wird aufgrund deines Wertesystems werden aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen generiert. Das beginnt schon bei dem Wort Mensch. An was denkst du bei dem Wort Mensch? Ein sterbliches Säugetier? Dann denkst du an einen Enosch. Der schreibt sich auf Hebräisch so. Das ist alles sehr, sehr wichtig, wenn man das weiß. Das ist auch ein Mensch. Ist jetzt der eine ein Mensch? Das ist jetzt hier, jetzt kriegst du diese Vermenschlichung. Eigentlich müsste man hier Veraffentlichung sagen. Ich versuche dich zu vermenschlichen. Ich versuche dich zu einem Gotteskind, zu einem wirklichen Adam zu machen, der du eigentlich schon bist. Ich kann dich nicht so was machen, was du bist, du hast es bloß vergessen. Drum ist dieser Mensch, der vermenschlicht, der veraffende Mensch, ist gefährlich, heillos, ohne Heil. Da wird das Heile wird losgemacht, hoffnungslos, da steckt die Öffnung schon mit drin. Das OFF ist ganz AFF, der Affe, AFF, OFF, dieses O und das A ist austauschbar, da kommen wir gleich dazu. Tödlich und unheilbar und verzweifelt, 2F. Sind immer zwei Facetten, 2F. L mit 70 gelesen ist das Joch, das in Erscheinung tritt. Hochgehobenes Joch, das ist eine Gedankenwelt. Da steht Ver, 2F, sind das Joch, das hochgehoben wird. Dieses L, das ist einmal das L, schau, das heißt das obere, HWH, das ist die Höhe, Wellenberg und Wellendal, das Joch, denk an der Joch. 100, Totalwert ist Affinität, Affe. Offen, Effekt, Doppel-F sind zwei Facetten. Und dieses Verzweifel, T, Elt, und jetzt sind wir bei dem Brandopfer. Das ist der B-Rand bei 2 immer 1, 2. 2,
Im Rand. Der Rand, das ist die Gedankenwelle. Wellen Berg und Wellen Tal. Und das musst du von Augenblick zu Augenblick opfern. Das steigt in dir auf. Das ist eine Gedankenwelle, die aus dir kommt. Das ist die transversale Art zu denken. Du merkst jetzt, wenn wir tiefer gehen, und jetzt ist es also so, ich will, dass ich da nicht so weit weggehe, dieser Mensch ist das erste, ein Einzelmensch hinsichtlich seiner äußeren und inneren Eigenschaften. Jetzt muss ich wissen, dass dieses Ein hat zwei Möglichkeiten. Zell heißt Schatten, das heißt ein Schattenmensch, eine Schattenprojektion, das sind ausgedachte Menschen. Das Ein, nämlich blau gelesen, ist ein Augenblick, wenn wir das wieder mit 70 schreiben. Das beginnt zuerst einmal übrigens mit einem Trümmerhaufen. Das ist deine Gedankenwelle, die zu existieren anfängt. Und dann kriegst du das, was du aus dem Augen, wenn du nach aussehen, wenn du nach außen siehst, eigentlich schaust du in dich hinein. Du schaust, jetzt kann ich sagen, schaust du in deinen Geist, schaust du deine Information an, du Geist, oder schaust du in die Welt hinein, die du dir ausdeckst? Beides ist ein Hineinsehen. Nach außen, in die Welt hineinsehen, in die Kamera, von Kamera Obscura, wobei die Kamera ist ja nur ein Gewölbe, genau genommen ein D-Eckengewölbe, das ist unsere Struktur, oder schaue ich in mich hinein, was wirklich in mir drin ist? Das ist eigentlich hier dieses Spiel, das man sich klar machen muss. Das ist der Trümmerhaufen, ein. Das ist dieser Trümmerhaufen von Gedankenwellen, der sich in dir aufbaut, und das ist dann Zell. Und dieses Zell ist zuerst einmal konsonant gelesen, das sind die Schatten. Schatten. Es ist einfach nur das Wort für Schatten. Jetzt ist interessant, da ist noch eine junge Schlange. Es gibt auch eine alte Schlange. Das ist die Schlange im Paradies. Das ist die Nachasch. Und du wirst jetzt merken, dass diese Nachasch, dass das auch die Wahrsagerei ist. Wahrsagen und Raten. Letztendlich ist alles ein Herumraten. Was ist jetzt richtig? Das, was du als richtig definierst. Ist jetzt der Putin ein Guter oder ein Böser? Ist der Udo ein Guter oder ein Böser, den du dir ausdenkst? Ja, das, was du denkst. Ich kann ganz definitiv sagen, ich bleibe jetzt einmal bei dem Pixel, den du dir jetzt ausdenkst, ganz klein unten in der Ecke, diesen Udo, diesen UP Blau, aufgespanntes Wissen Blau. Es ist so, dass du Menschen treffen wirst, die sagen, der ist das Beste, was ihnen je passiert ist, und du wirst welche treffen, das ist ein totaler Spinner, der bildet sich ein, der ist Gott, und bla bla bla, wie böse der ist. Das sind unsere zwei Seiten, die ich gerade beschrieben habe. Es ist eine Seite für welche, die das als richtig ansehen. Eine behaupten, ich bin ein Guter, und die anderen behaupten, ich bin was ganz was Schlimmes, ein Sektenführer. Die zwei Seiten, es gibt diese zwei Seiten, benötigen wir. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die einen recht haben, weil mir das passt, und die anderen haben nicht recht. Es ist aber eine Seite überprüfbar. Ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, sollte jetzt in deinem Traum ein Udo Real auftauchen, jeder, der etwas länger mit diesem Udo Becher zu tun gehabt hat, ich sage jetzt extra etwas länger, weil das kann auch sein, dass ich schon in einem Vorurteilsmenschen, der Vorurteile spricht, kurz auftauche, der wird hier definitiv sagen, dass es das Wundervollste ist, was ihm je passiert ist. Jeder, der sagt, ich bin ein Schwätzer und ich bilde mich ein, ich bin Gott, der kennt mich nur vom Hörensagen. Du wirst nicht einen einzigen Menschen finden, der beschwören kann, dass er in seinen jetzt gedachten Vergangenheit, in seinen Traum etwas länger und aufmerksam diesen Udo zugehört hat, der in irgendeiner Form schlecht von mir spricht. Alle, die schlecht von dem Udo Becher sprechen, haben den noch nie wirklich längere Zeit mit dem, was er spricht, auseinandergesetzt. Das sind genau dieselben zwei Seiten. Und es geht nicht um die und die Seite, es ist eine Seite überprüfbar, das musst du aber selber überprüfen. Solange deine Überprüfung darin besteht, dass du irgendeine Internetseite aufmachst und irgendwas nachäffst, was diese Affen nachäffen, die muss klar sein, dass jeder Nachrichtensprecher, der irgendwas erzählt, äfft einfach was nach, was man ihnen erzählt hat. Jeder Physiker, jeder Mediziner, der dir irgendwie erzählt, was gesund ist und was krank macht, äfft irgendwas nach. Hätte man ihm was anderes erzählt, würde er dir was anderes erzählen. Es ist alles austauschbar. Ich betone nochmal, alles, was die Wissenschaftler über den Mikrokosmos erzählen und über den Makrokosmos, über die unvorstellbar kleinen Teilen, die man nicht sehen kann, und über die unvorstellbar großen, in einem riesen Raum verstreuten Sachen, die man auch nicht sehen kann, die man logisch konstruieren kann und sich ausdenken kann, aber nur dann, wenn dir das vorher einer erzählt hat. Es ist nicht überprüfbar, und alles, was sich auf eine Vergangenheit bezieht, die du nicht hier und jetzt in deinem Traum selbst erlebt hast, wo du nicht dabei warst, wo du nicht beschwören kannst,
Vielleicht, weil das passiert ist, bevor es dich gegeben hat. Gag eben. Es ist nichts passiert in der Vergangenheit und es wird in der Zukunft nichts passieren. Das heißt, dein Körper, was du sterben nennst, weil du ja meinst, dein Körper ist auch dann da, wenn du nicht an ihn denkst, der wird sich nicht morgen auflösen und nicht übermorgen und nicht in 20 oder in 30 Jahren. Wenn sich dein Körper, an den du jetzt denkst, auflöst, löst er sich jetzt auf, weil ein neuer Gedanke in dir auftaucht. Und wenn du jetzt dann wieder an deinen Körper denkst, dann entsteht er wieder jetzt neu. Aber das, was entsteht, ist jedes Mal ein vollkommen neu im Jetzt erschaffener Körper. Das gilt für jedes Ding, das in dir auftaucht. Das ist die 200 Gramm rote Gnede, die sich umformt, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. Ändert an der Gnede, an den Geist, der ständig seine Information verändert, nicht das Geringste. Und jetzt wirst du feststellen, dass dieser Wahrsager, kann man auch wieder, ein Wahrsager, das kannst du negativ sehen, dass es ein Lügner ist und einer, der die Wahrheit sagt. Die Wahrsagerei, die Schlange. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse isst, dann wird dir ein Licht aufgehen. Wenn du bei der Batterie über eine Lampe Plus und Minus verbindest, dann leuchtet die Lampe. Was passiert mit Menschen, die ständig das Böse, das Negative, den Minuspol abisolieren und meinen, das leuchtet, wenn es nur der Pluspol da ist? Das ist das Gesetz der zwei Seiten. So, Katsch, machen wir jetzt gleich weg. Ich wollte hier nur den Einzelmensch, du merkst jetzt hin, hier steht jetzt dort dieser Schattenmensch, ist ein Enosch, ist eine vergängliche Erscheinung. Darum heißt es hinsichtlich seiner äußeren und inneren Eigenschaften. Die innere Eigenschaften, das ist der Geist im Zentrum, der nur seine Informationen ausschaut. Und das Äußere, hier haben wir wieder unser AU, schau, das ist gleich Beta, AUB, die Schöpfung, einer aufgespannten Polarität. Und das ist im Hebräischen die Beschwörungskunst. Tausendmal zeige ich das. Du hörst das eventuell, wenn du das einmal hörst, das rauscht bei dir durch und du registrierst überhaupt nicht. Kannst du es beschwören? Die Beschwörungskunst ist, dass wenn du was beschwören kannst, verwirklichst du das. Wenn du bloß Meineide schwörst, verwirklichst du die Hölle. Darum sind es auch tote Geister, die toten Geister. Lass die Toten ihre Toten begraben und dieses Geist, blau gelesen, ist das Gehirn. Ein Gehirn ist nicht mehr, ein ausgedachtes Gehirn ist nicht mehr und nicht weniger wie ein Computerchip in einem Computer. Und dann haben wir schon wieder das AUB, die Zauberer. Da gibt es aber auch wieder rote und blaue. Das ist das Spiel und diese Person, und da fahren wir jetzt einmal runter, die Etymologie und was man, da steht eigentlich alles da. Ich betone immer wieder, du wirst von mir nie hören, wenn du mir irgendwas zeigst, dass das nicht stimmt. Die Frage besteht darin, was machst du aus den Worten, wenn du das ausmachst? Eine Person ist das dann mal ein Mensch. Das ist aber sehr, es wird jetzt genauer definiert, es ist als Individuum, als lebendes Wesen, als Träger bestimmter Eigenschaften. Was ist ein lebendes Wesen? An was bedeutet das Wort Wesen? Wichtig ist das dann mal, dass der Mensch ein Individuum ist. Und da haben wir jetzt den ersten großen Widerspruch, weil wir jetzt erst einmal nachschauen müssen, was bedeutet das lateinische Wort in. Wir machen das, ich habe das tausendmal schon gemacht, aber wir machen das trotzdem nochmal, dass du es wirklich einmal siehst, wo dich das hinführt. Das ist in das Innere eines Raums. Das heißt, du bist immer das Zentrum deines Traums. Egal, wo du dich hindenkst, da müssten wir jetzt ein bisschen Physik machen, du bist immer das Zentrum. Du bist immer in den absoluten nicht denkbaren Inneren. Creatio ex nihilo, dieses absolute Nichts im Zentrum. Griechisch en, in. Aber das bedeutet nicht nur in, sondern hier zur Angabe der Zeit, bis die in die hinein sich etwas erstreckt. Ganz wichtig, es erstreckt sich etwas in die Zeit hinein. Und da muss dir irgendwann einmal klar sein, dass ich sage, diese Raumzeit, es geht hier einfach nur um eine Ausdehnung, die du dir ausdenkst, egal wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt. Ob du dir was 500 Kilometer woanders hindenkst oder 500 Jahre in die Vergangenheit denkst, es ist hundertprozentig sicher, dass das in Wirklichkeit hier in deinem Kopf ist und du das jetzt denkst. Das ist hundertprozentig sicher und nicht, dass das, was du dir wohin denkst, dort ist, wo du dir es hindenkst. Ich mache nochmal das kleine Beispiel. Wir denken jetzt an ein grünes Maßmännchen. Das sind jetzt nur Worte. Und das kannst du dir jetzt vorstellen. Und du denkst jetzt, dass dieses grüne Maßmännchen jetzt, das denkst du dir jetzt in dem Moment auf dem Mond landet. Und wenn es jetzt außen hell ist und du schaust aus dem Fenster, zeig mir den Mond. Den siehst du nicht, aber du bist dir hundertprozentig sicher, dass der trotzdem da oben ist. Bruch des zweiten Gebotes. Mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel. DR oben heißt die geöffnete Berechnung, ist immer eine polare Existenz, ein Hier und ein Dort.
die Ort, der Ort. So, glaubst du, dass das ist, was du denkst, dass dieses Massmännchen da außen wirklich auf dem Mond gelandet ist? Und jetzt schau bitte, es geht darum, dass du deinen Glauben analysierst, diesen geistlos nachgeäfften Glauben. Dann wirst du feststellen, nein, hundertprozentig sicher nicht, sagt deine Logik, weil es gibt ja keine grünen Massmännchen. Du glaubst vielleicht eventuell an Außerirdische, aber die sehen mit Sicherheit, mit sind keine grünen Massmännchen. Auf dem Mars sowieso nicht. Also ist das grüne Massmännchen, das jetzt mit einer Rakete auf dem Mond landet, weil wir uns das jetzt denken, dass wir uns hier und jetzt erschaffen in unserem Kopf, ist mit Sicherheit jetzt nicht da oben auf dem Mond. Wie sieht es aus mit dem Mond selber, den du jetzt denkst? Der ist natürlich auch dann da oben, wenn du ihn nicht denkst. Merkst du, wo die Schizophrenie besteht? Alles hundertprozentig sicher? Ich sage, du lebst in einer Welt von Weisen, die sich gegenseitig, jetzt natürlich ausgedachterweise, Nobelpreise verleihen, wo nicht ein Allereinziger weiß, was 100% sicher bedeutet. Da müsste er sich ja mal mit Holofeeling zusammensetzen, auseinandersetzen und zusammensetzen. Also gut, dieses in der Zeit, die Zeit ist natürlich ganz interessant, die R heißt die Generation, wir schauen uns das ganz kurz einmal an. Tausendfach erklärt, immer nur rot-blau lesen, das heißt hier ganz einfach, die Öffnung einer Berechnung, einer Rationalität. Rot gelesen ist es geschlossen in dem geistigen Kopf. Es bleibt immer in deinem Kopf, egal wo du dir was hindenkst. Und das ist das hebräische Wort für Generation, eine Rundung, eine Rolle spielen. Das sind dann auch die Generationen, Sohn vom Sohn vom Sohn. Ein Kreis, ein Kreislauf, ein Zeitraum. Das siehst du jetzt schon, der Zeit, Zeitraum, Traum. Z-I ist ein Traum, Zeitraum. Will jetzt da nicht mich so arg verlieren, das sind die Generationen. Das ist draußen und dann kommt A, U und da machen wir uns unser scharfes S. Unser B, das ist DR, die Generation ist die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten. DR außen, die Generation, das ist das, was du beschwörst, aber das ist nicht da außen. So sind wir uns so einfach, ist, was du denkst, ist hier und jetzt in deinem Kopf und wenn du es nochmal denkst, ist es wieder weg. Das ist unser In. Es geht aber noch weiter runter, da geht jetzt viel, das müsst alles, all das sind Puzzlestückchen, die du wissen musst auf einer tieferen Ebene, wenn du es wirklich verstehen willst. Das Wesentliche, wo ist es eigentlich, wo heißt übrigens auf Hebräisch AI, im Schöpfergott? Und das heißt auch nichts. Also dieses AI, mit 1 geschrieben, im Verlauf bei, unter, betreff und dann kommst du ganz unten, dieses In heißt auch etwas, verschiedene Konstruktionen der Farbe legen, stellen, setzen und es ist jetzt in 2 Un, eine aufgespannte Existenz oder Verbundensein, definitiv nicht existierend. Es ist eine Verneinung in Fons, in Doctus, es ist DR In. Diese geöffnete Berechnung ist intellektuelle Existenz im göttlichen Sein. Es ist drin, dran. Und die Generationen, die in dir aufgehen, sind drauf, obendrauf. Das sind deine Gedankenwelt. Das passiert mit Holofeeling. Deutsch Ivri wird ein absolutes, ich deute dir absolut perfekt, wie das Ganze funktioniert. Setz dir mal, also die beiden Seiten, es ist innen und es ist eine Verneinung. Das ist deine In, unsere Ausgangsbasis ist schlichtweg das Individuum. Und jetzt pass auf, was das Divi ist, das ist die Division. Divi für sich alleine. Da wissen wir, da landest du beim Zerr, zur Form gewordenes Zerwürfnis. Divido, das Zerlegen, das Trennen, das Spalten, das Stahlen. Wir können da andere Worte zum Beispiel, nämlich das Wort kaputt heißt Kopf. Ich sage, wenn in deinem Kopf was kaputt geht, in deinem kaputt was kaputt geht, dann zerlegst du, dann trennst du in dir diesen einen Geist in verschiedene Gedanken. Das ist Dividuum. Und jetzt kriegst du die Teilbarkeit getrennt, gesondert, abgesondert. Aber egal, was sich Dividus in dir da trennt und was du zerstreust, wo zerstreust du eigentlich deine, wo streust du deine Gedanken hin? Kannst du die wirklich nach, du kannst dir die ausdenken, du kannst die um dich herum in Raum und Zeit zerstreuen. Es ändert nichts daran, dass das trotzdem in dir drin ist. Drum ist diese Vorsilbe in, das ja innen heißt auf der einen Seite und nicht. Wird jetzt ungetrennt, Individue,
ist unzertrennlich, schlichtweg und einfach der Denk und seine Gedanken, egal wo du dir die hindenkst, die sind hier und jetzt untrennbar mit dir verbunden. So wie die Gedankenwellen an der Oberfläche eines immerseienden Meeres untrennbar mit dem Meer selbst verbunden ist, ist jeder Gedanke, den du denkst, untrennbar mit dem verbunden, der sich das ausdenkt. Ist das so schwer zu verstehen? Das ist hundertprozentig sicher. Die Worte, überall steht es drin. So, jetzt zeig mir denn eine Weise in deiner Welt. Ich will dir einfach sagen, dass du dein ganzes Leben Vollpfosten vertraut hast. Autorität, das ist das Thema vom vorhergehenden Selbstgespräch. Wohlgemerkt, den kann das Hochhaus nicht zeitlich vorher, sondern das, was vorher war. Ich baue jedes Selbstgespräch, baut wie ein Turm zu Babel aufeinander auf, bloß der führt dich wirklich ins Himmelreich. Eine Klimax, eine Stufenleiter. Das ist das Individuum. Das Unteilbare, wenn wir da schon dabei sind, das Sinn hat man, dann machen wir mal die Information. Damals erst einmal schreibe ich hier von die ersten drei Buchstaben immerhin von der Form. Die machen wir jetzt gleich einmal hier, deine Information im hebräischen F-O-R. Das P ist auch F. Das ist das, was in dir losgemacht wird, was dir zufällt, erfordert, dass in dir was zerreißt. Zer ist zu Form gewerden, rei, sehen, heißt schlichtweg in einen Spiegel, ist eine polare Existenz. Zerbersten, die Form im B heißt als Vorsilbe im Hebräischen im Ersten. Die Form im Ersten, du bist der Erste, du stehst vor allen Dingen, in dir musst es zerbersten. Damit schon die 86, die 200, der Kopf von der 86. Die Erscheinung einer polaren Existenz, Ben eines Sohns. Die Öffnung, 400 als Erscheinung gelesen. So, jetzt wird es jetzt ganz, ganz interessant. Diese Sprünge, die Information, pass auf, dieses Vor, wir schauen mal, was das Vor für sich heißt, ist die Radix, das heißt künden, das kommt aus dem Griechischen, das heißt künden, kundtun. Im Allgemeinen etwas sprechen, etwas sagen. Im Anfang war das Wort, haben wir nicht festgestellt, wenn du was sprichst, wenn du was sagst, sind es eigentlich Worte. Auf einer tieferen Ebene sind es Bündchen und Strichchen, ist es mehr oder weniger Computercode. Der dann als auf der tieferen Ebene unaussprechlich ist, erst wenn du da Zeichen draus machst, wird es praktisch zu Geräuschen. Das Besingen, Vorabilis durchbohrbar, schau mal, da haben wir schon das Ohr. Das hat jetzt nicht der Bohrer im Ohr, B-Ohr. Ich spreche, dass die Ohrenbarungen, die Offenbarung nenne ich Ohrenbarung. Ich muss jetzt ganz kurz hier, weil es mir gerade kommt, ich hoffe, ich finde das auf die Schnelle, ein kleines Bildchen machen, das ich öfters reinstelle. Das ist das hier. Ich sprich jetzt mit mir selbst. Das heißt, der vor dem Bücherregal steht, rot gelesen, abstrakt, spricht jetzt als eine Figur in meinem Traum zu mir als Leser, der ich zurzeit ein Leben durchlebe. In Wirklichkeit aber auch der vor dem Bücherregal bin, bevor ich zum Lesen angefangen habe. Macht sehr viel Sinn, oder? Jetzt, wenn ich natürlich dieses Ohr noch auf Hebräisch mache, das ist dann das Osen, das schreibt sich, bitte achte jetzt genau drauf, dieses Wort spricht mal Osen aus, das ist Alef, kann sämtliche Vokale annehmen, das steht unten an der Tabelle, wenn ich das immer aufklappe. Dann schreibt sich das mit einem Zain und einem N. Also im reinen Hebräischen spricht man das Osen aus. Das heißt auch ausgleichen, ins Gleichgewicht bringen. Rein zufällig in der Medizin ist auch im Ohr das Gleichgewicht, der Gleichgewichtssinn. Diese Bezeichnungen hier, er prüfte, er erwog. Angeblich ist ja die Tora, die hebräische Bibel, ist ja angeblich schon tausende Jahre vor Christus geschrieben worden. Woher wussten die, dass im Ohr das Gleichgewicht ist? Tausende Jahre vor Christus. Die Mediziner wissen das jetzt. Warum wissen die das? Weil man es ihnen erzählt hat. Aber wenn man ihnen etwas anderes erzählt hätte, dann wäre es wieder anders. Ohr, aber das Ohr, die Ohrenbarung, genau zuhören, abwägen und prüfen. Ich will, dass du alles ganz genau prüfst, was ich dir sage und was ich dir sage, kannst du überprüfen, weil es hundertprozentig sicher ist. Du musst nur meine Gedanken mitgehen und wenn ich behaupte, dass das Wort das und das bedeutet, gehst du in deine Wörterbücher, die dann in dir auftauchen und ich garantiere dir, dass das genau drinsteht, was ich dir sage, was da drinsteht. Das ist das Bohrbar und jetzt kommt, pass auf, Vorahmen. Jetzt kommt unsere jede natürliche oder durch Kunst gebildete Öffnung, Affe, Effekt.
Das Kreisen mit zwei Pünktchen drüber, das sind die zwei Facetten, Wellenberg, Wellenberg. Die sind nun, heißt jetzt, Existenz und Existenz. Plus 5, minus 5, Wellenberg und Wellendahl. Ein einziger Geist, eine einzige Synthese. Und ich gebe dir damit den Zugang zu einer vollkommen neuen Weltformung. Das nennt man auch das Loch, wobei das Loch wieder auf Hebräisch, dieses Wort Loch ist das Wort für weiblich und das hast du auch Lebensfrische. Du musst es nur Hebräisch, sagst du mal El-Chet. Das ist das L und das ist das CH. Das ist die Frische, die Lebenskraft. Das ist neu, nie und neu. Und der Menschensohn, der mit einem Bein im Meer und mit dem anderen Bein, das ist offenbar die Offenbarung, die Apokalypse, die Enthüllung, der mit einem Bein im Meer steht und mit dem anderen Bein auf dem Land. Tausendmal erkläre ich das. Der macht alles vollkommen neu. Das war Masi, das bist du. Und wieso bist es du? Weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Du bist doch der, der sich jetzt das Gespräch ausdenkst. Meinst du, der Lautsprecher denkt sich das aus, was er spricht, oder das Pixelmännchen da unten in der Ecke? Das ist Loch, und wenn wir Waffen mit reinschieben, dann kriegst du die Tafel. Das sind übrigens dann die Gesetzestafeln. Da ist übrigens auch ein sehr schwerer Übersetzungsfehler drin. Das sind die Kleinigkeiten, so wie ich im letzten Selbstgespräch hinweise, wenn die den Lass uns Menschen machen. Da steht nicht Menschen, da steht nur Adam. Es gibt nur einen einzigen Mittelpunkt, einen einzigen Geist. Und der Adam ist dieses männlich und weiblich Denker und Ausgedachtes. Nein, das ist der Adam nicht. Das ist das, was er sich ausdenkt. Du bist ein ausgedachter Denker und das, was du dir ausdenkst, aber der Adam selber ist die Synthese, der ist das, der sich dieses Bärchen ausdeckt. Das ist immer sein Denker, der sich nicht verändert, der immer ist, jetzt ausgedachterweise, und seine Gedankenwelt. Aber diese zwei, das immer seiende Meer, die Ewigkeit und das ständige Veränderung, ist eine Polarität wieder. Die ist einfach nur eine Spiegelung. Und das ist eine Welle, die sich aufspannt in dir. So. Jetzt, wo wir gehen, jetzt diese Lebensfrische und jetzt kommt voraus, das heißt heraus, hinaus, wir sind wieder nach außen. Ich beschwöre, dass das da außen ist. Vergiss es, jetzt kriegt es hier Foris, Vulgärsprache, der das generierte Außen. Das ist die generierte Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist deine Beschwörungskunst. Aber egal, wo du dir es hindenkst, das ist hier und jetzt. Und da machen wir jetzt hier schlichtweg einfach eine Form, jetzt hängen wir mal das M dran, eine Form draus. Und schauen wir, was dann die Form ist auf Lateinisch. Das ist eine Form, eine Gestalt. Schau mal, GE Quadrat ist der Geist, der jetzt JCA, ICA rot wird und die fangen an zu SD alternieren. Das gibt einen Umriss, eine Gestalt, einen sichtbaren Abdruck, ein Gepräge des inneren Wesens. Das Gepräge, das innerste Wesen, ist das Zentrum, ist der Geist, der sich hier in seine Informationen einhüllt. In seine Traumwelt. Und da können wir jetzt dann runtergehen in einer Wohlgestalt, die Form, die Fassung, die Abfassung, die Ausdrucksweise, DR. Wir haben immer diese Generation, da wäre jedes Wett, jeder dieser einzelnen Sätze wären unheimlich wichtig, oder du kannst die überprüfen, dass diese Amtsformen kehren immer wieder zurück. Schauen wir doch mal AMG. Es würde jetzt aber zu weit führen. Worum es mir geht, die Spezies, da kommen wir jetzt schon zu Spekulationen, Spezies, die Spekulationen, Spekulum, die Spiegelungen. Formabilis, die Bildungsfähigkeit. Jetzt ist natürlich die Bildungsfähigkeit, Beileid, wie es man heißt, im Kind, ist eine aufgespannte Existenz im Gehirn. Und du bist fähig, das in einem Fort, die Lehmbacksteinen. Der Backstein ist übrigens das hebräische Wort für Backstein, ist Leben. Heißt auch Ziegel. Das ist das Leben. Und du formst jetzt, du formst in dir, Back heißt in dir, ist eine raumzeitliche Erscheinung. Das Backwerk, wieso ich jetzt das Backen so genau mache, weil dann schaut ihr das letzte Selbstgespräch an, da haben wir ja hier unseren Bäcker, die Bäckerei, das Brotbacken, B-Rot, im Roten, im Adam wird das alles gebacken. Zusammengebacken, immer wieder zu neuen Formen. Dieser Entwurf, es wird was nach außen geworfen, es wird was ausgedacht, das aber immer wieder zurückkehrt, automatisch.
von etwas, von irgendetwas, was du hier entwirfst. Aber entwerfen heißt ja eigentlich immer das Rückgängigmachen vom Werfen, die Entfernung und so weiter und so weiter. Das ist das normale Spiel. Und jetzt mache ich ja mal hier einen Sprung in eine ganz andere Richtung, weil wir wollten ja ganz einfach mal schauen, was der große Schwindel ist. Also hier dieses Ross. Ich bleibe jetzt, ich fange mal an. G steht, rot gelesen, für Geist und Ross. E-Quadrat, das sind wir zwei. Ich, Vatergeist, der seinem Sohn jetzt erklärt, was er eigentlich ist. Du bist Geist von meinem Geist. Und dieses Ross, das springen wir jetzt gleich einmal in den Kopf rein. Das ist das hebräische Wort für Kopf. Und jetzt genau zuhören. In dem modernen Ivri, in dem modernen Hebräisch, wird das Rosh ausgesprochen. Man achte darauf, ich habe am Anfang des Gesprächs war ein Aleph, habe ich darauf hingewiesen, dass hier das Aleph O vokalisiert ist. Und dieses Shin, das ist ein Shin, rechts punktiert, wenn ein Bündchen drüber ist, und links punktiert, wird es zu einem Doppel-S. Wenn du da unten hinschaust, das kann ein Shin, ein S und ein Doppel-S sein. Dann heißt es Rosh. Wenn ich das jetzt aber mit einem einfachen, mit einem Doppel-S schreibe, heißt es Ross. Ich hoffe, du kannst folgen. Das ist der Kopf, der Anführer, der Beginn, der Anfang. Ich will dir jetzt mal ein bisschen in die Zahlenwelt der Matrix führen. Das heißt also nur, ob wir hier ein links- oder ein rechtspunktiertes Sinn sprechen, würde das aussprachetechnisch, wird das Rosh, der Kopf, zu einem Ross. Das heißt jetzt einfach mal fest, jetzt gehen wir in die Zahlenebene, das ist 501. Ich kann jetzt hier, da mir rechts und links in der Sprache austauschen, wenn ich immer sage, Hebräisch wird von rechts nach links gelesen und das andere von links nach rechts, diese Spiegelungen, muss dir klar sein, dass ich jetzt dort zum Beispiel 1500 lesen kann oder ich kann auch lesen 150, wenn ich da einen Querstrich reinmache. Es ist prinzipiell so, dass die 1er, 10er und 100er Ebene immer austauschbar ist. Das ist nur, da bin ich reichlich drauf eingegangen. Ich will dir das kurz einmal zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses 1, 10, 100, wenn ich das jetzt hinschreibe, dann kriegst du hier, da gibt es kein hebräisches Wort, aber wenn man lesen, ist der Schöpfer, wenn ich es jetzt rot mache und die zwei hin, das Ikaf hier blau macht, dann hast der Schöpfer eine intellektuelle Affinität. Das ist dann im Adam gespiegelt, ist ein Affe, ein Primat, ein Enosch, ein sterbliches Säugetier, weil der Schöpfer in sich einen intellektuellen Affen erschafft. Interessant hier, wir haben hier 111, das ist der Wert von Aleph, aber das wird jetzt zu weit führen. Wichtig, der Pyramidenwert ist 123. Wenn du in die Holoarithmetik gehst, dann wird jetzt erst einmal klar gemacht, dass 123 sind die drei sogenannten super perfekten Primzahlen. Dein Lehrer wird jetzt sagen, die Primzahlen beginnen bei 2. Das hat er so gelernt und darum öfter das nach. Aber da muss er, wenn in seine Zeitgeschichte gehen, dann könnte ich auch sagen, hier, Deutsch wird mit einem DH vorne geschrieben. Da muss er bloß ältere Bücher anschauen, da hat man das nämlich anders geschrieben. Du beginnst schon mal den Fehler, dass du das, was man dir in der Schule, diese Gesetze und Regeln, dass du die absolut setzt und meinst, das ist der Weisheit letzter Schluss. Und das, was die vorher gedacht haben, war was war ja verkehrt. Das wussten die ja damals noch nicht. Das ist richtig, dass die zu der Zeit, wo ein Luther oder ein Paracelsus Deutsch vorne Deutsch mit DH schreibt, hat es DH, dass der nicht wusste, dass in ein paar hundert Jahren das Ding mit einem weichen D geschrieben wird. Mit einem Dalet. Aber was du jetzt weißt, weißt du nicht, was in 100 Jahren geschrieben wird. Du hast immer bloß das Wissen von jetzt und das setzt du absolut. Und bei Holofeeling gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern wird alles arithmetisch eins gemacht, rein arithmetisch eins gemacht. Und da musst du dir jetzt gesagt sein lassen, dass jetzt die genaue Definition einer Primzahl, wenn wir mal dieses Dogma wegmachen, dass es bei 2 beginnt, kannst du das auch für 1 gelten lassen. Ich zeige dir viele ältere Bücher, wo die Primzahlen bei 1, älter meine ich jetzt nicht chronologisch gedacht, sondern wir steigen einfach in unseren Keller hinunter, dass ich sage, in dem unteren Stockwerk hat man noch das geglaubt. Und dann ist es so, dass die Primzahlen auch nicht bei 1 beginnen, sondern genau genommen bei minus 1. Weil minus 1 mal minus 1 ist nämlich auch 1. Ich kann auch sagen, wir machen zwischen dem Plus 1 und dem Minus 1 machen wir eine 0, weil Plus 1 und Minus 1 0 ist. Da muss ich bloß diese Kehrwertbildung verstanden haben. Aber es sind interessanterweise 1, 2, 3, streng genommen die ersten drei Primzahlen. Und da geht in der Holoarithmetik, gehe ich überreichlich darauf ein. Das erfordert natürlich Wissen, das ich von dir jetzt nicht erfordere.
Ich fordere von dir nur, dass dir bewusst ist, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Mehr will ich überhaupt nicht. Du musst auch keine hebräischen Zeichen lernen, gar nichts. Du musst auch dein Leben nicht verändern. Es wird sich massiv verändern, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Dann lasse ich Wunder in dir passieren. Wichtig ist die Spiegelung. Ich drehe das jetzt einmal rum. Pass auf, was passiert, wenn wir diesen Schöpfer mit seiner intellektuellen Affinität spiegeln. Und dann kriegst du nämlich das Ausgespiene, das, was du ausspeist, das Erbrochene, dein Gespei. Das ist der ganze Kack, den du aus dir herausträgst und du meinst, du hast mit dem Scheiß, den du dir ausdenkst, nichts zu tun. Mit wem sollte denn etwas, was du dir ausdenkst, denn sonst zu tun haben? Doch sagst du mal mit dir. Erwähne ich nicht immer wieder, dass du hundertprozentig sicher der verbindende Parameter bist für sämtliche Gedanken, die du dir denkst, die in dir in Erscheinung treten. Ist im Hintergrund immer ein und derselbe Geist, aus dem das entspringt, aus dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und darum ist es jetzt so, dass wenn wir hier den Rosh, die 501, und ich mache mal, ich spiele jetzt nur eine Möglichkeit und wir fangen mal mit Ak an, also AT, das ist das Endkaff, das wäre jetzt 1500, Entschuldigung, das brauchen wir. Ach, bin ich denn jetzt total... Weiß ich, 1,500 habe ich doch, bin ich ganz. Schau, es ist ja so 1,50, das 50 gibt es, du brauchst das N-Kaff, das ist praktisch hier, Kaff ist die 20 und das wäre jetzt dann praktisch hier, wenn man die Reihen, die vier Oktaven macht, so wie ein Blackout gehabt, ist es die 500, das wäre jetzt 1,500, darum ist es hier mit dem N-Kaff geschrieben, ist dieses Suffix ist dein absolut GE-Dachtes. Dieser Endpunkt, das hast jetzt hier allein. Du bist ganz allein. Schau mal, dieses Ab heißt der Vater und R heißt der Erwachte. Der Vater ist der Erwachte. Wir können das blau lesen, Ab heißt auch Aufblühen von irgendetwas Erwecktes. Da ist das All und ein Augenblick. Ein mit 70 geschrieben. Und das Ganze ist immer Eben. Wir können auch Ex-Ben lesen, Vorsilbe als Ex, oft häufig. Ein Heraustreten einer polaren Existenz. Für wahr jedoch, interessant ist auch das Wort lediglich. Das ist nämlich, wenn du nämlich dieses Let machst. Let ist das etwas gebären, es wird etwas gebärt, geboren, gebären. Und dieses Wort heißt auch, es ist eben jetzt. Zeitlich jetzt, räumlich flach. Es ist eben, weil plus 5, minus 5, die Welle sich gegenseitig aufhebt, so was vollkommen Neues. Das ist eine höhere Dimension. Und wenn wir das jetzt hier als 1,50 lesen, und jetzt wird es wirklich extrem spannend, wenn ich jetzt von rechts nach links 1,50 lesen will, haben wir ja, schau, 1,50. Wir machen hier nur einen Trennstrich rein, dann kriegst du das hebräische Wort für Heliopolis. Und das ist so voller Wunder. Das heißt zuerst einmal wo, wohin, an, rot gelesen, dann bist du der Schöpfer und du bist die Schöpfung einer schöpferischen Existenz, das ist dein Intellekt. Eine schöpferische Existenz ist das Programm. Das Programm ist in der Lage, was zu erschaffen, aber nur in Verbindung mit einem Computer. Was ist ein Programm ohne einen Computer? Was ist ein Geist ohne eine Logik? Ohne einen Intellekt? Es ist ein Computer ohne Daten und ohne Programm. Lass das bitte auf dich wirken. Und da steht jetzt alle von nun stehen für die erste Person. Das wollen wir uns jetzt genauer dann anschauen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. In Ein- und Mehrzahl, beide stammen von derselben Person im Imperfekt ab. Dann heißt es blau gelesen, Unrecht, Sünde, jetzt Auen mit einem Waff dazwischen, wenn sich diese schöpferische Sein aufspannt, in sich was aufspannt, dann kriegst du diese Wortmattung, die Zeugungskraft. Pyramidenwert vor Heliopolis ist 52 und 52 ist Ben ist der Sohn. Was jetzt wichtig ist dabei, was ist Heliopolis? Und jetzt bitte, jetzt kommt ein kleines Bonbon von mir, dass ich dir beweise, dass in allen Sprachen, ich bin ewig, ich habe tausende von Leben gelebt, dass dieses Prinzip im Deutsch Ivri über alle Sprachen deiner jetzt ausgedachten Welt verteilt ist. Zuerst einmal heißt dieses On, nochmal, dass dir das klar ist, unsere Ausgangsbasis ist der Kopf. Wir wollen zu den Rosh. Diese 501 führen uns zu Ahn.
Das ist der Anfang, der Anführer, der Beginn, der Führer. Gift, übrigens zwei Seiten. Meinen wir engelisch, die Engel wissen, dass das Gift ein Geschenk ist. Für die anderen ist es was ganz was Schreckliches. Dann ist es der Haupt, da haben wir schon den UB drin stehen. Und jetzt schauen wir mal in Heliopolis. Das ist die sogenannte Sonnenstadt. Die Sonne. Wenn du jetzt genau hinschaust, das griechische Wort, schiebt sich hier was rein, das du in der deutschen Übersetzung gar nicht mitkriegst. Da lass uns den UB draus. Das ist Helio UB Olis. Ich lese da ganz kurz weiter, dass ich nicht so arg in Schleudern komme. Wir brauchen diese Sonnenstadt, die Sonne schauen wir uns dann ganz an. Es geht mir nämlich um die Person. Ich habe doch mit der Persona begonnen. Du musst einfach, hör genau aufmerksam zu, was ich dir jetzt sage. Es ist eine altägyptische Stadt in Unterägypten. Denk, die Nulllinie, den Wasserspiegel, wir haben unten etwas und wir haben oben etwas. Und in dem Moment, wo eine Gedankenwelle auftaucht, irgendein Wasserberg auftaucht, klappen wir denn von unten nach oben? Wenn ich was heraushebe, scheint es unten zu fällen? Nein, das ist nur die Welle, die ich mir insgesamt ausdenke. Die sich aber gegenseitig in der Nulllinie aufhebt. Plus 5, minus 5 ist nichts. Nach altägyptischer Vorstellung ist dort die Welt entstanden. End, Vorsilbe hebt das Stehende auf, wurde eigentlich dort die Welt in Bewegung gesetzt. Neben die Existenz, die immer eben ist, das sind die Hauptgötter, Re, der Kopf ist E-Quadrat und jetzt pass auf, wir schauen, wir lesen da ganz kurz rein. Re ist der altägyptische Sonnengott. Das heißt, dass die Sonne selbst ein Gott ist und daher nicht von einem göttlichen Wesen erschaffen wurde. Mein Sohn, mein Geistesfunken ist selbst Licht. Die Lampe im Projektor. Und die wurde nicht von irgendeinem anderen Licht erschaffen. Er kann bis in die späten Perioden, Oden, 70 von den gelesen heißt um mich herum, ist Eden. Oden ist Eden. Als wahrscheinlich wichtigster altägyptischer Gott bezeichnet werden. Bla 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 bla. Es gibt aber noch einen anderen Gott, der fast noch interessant ist. Das sind die Hauptgötter, sind nämlich zwei. Das ist JCH und das bist du. Altum war die altägyptische Geros. Achte auf das Ross. Urgottheit aus Junu. Jetzt könnte ich noch einen Schritt weitergehen, wenn ich jetzt mich als Brüssel Udo nehme. Ich bin am 4.6., das ist der Juni, geboren. Das heißt die Öffnung der sechsten Verbindung in Heliopolis. Er war ein männlicher Schöpfer und Himmelsgottheit in den Pyramidentexten des alten Reichs. Ist Atum Berei im Spiegel der vorderste. Ich muss den stehen lassen. Schau. In den Pyramidentexten ist Atum der vorderste der großen Neunheit. Die große Neunheit. Neun steht für Neo, neu für die Spiegelungen. Das ist im Geros, in diesem Geros, das schauen wir uns gleich an, ist eine große Neunheit. Diese Neunheit sind die vielen Spiegelungen, die aus einem allereinzigen Spiegel, das symbolisiert die Zahl neu, entspringen. Eben so belegt wie auch der Beiname, der sich selbst erschaffen hat. Was passiert, wenn du an dich selbst denkst? Ich behaupte, dass ich du bin. Dann erschaffst du dich selbst, weil du dir ein Bild von dir selbst machst. All das wird hier beschrieben. Es gibt nichts, was in dir auftaucht, was ich mit Holofeeling, übrigens dann auch arithmetisch, weil das, ich erzähle dir, was ich kann jetzt aus dieser Kette, kann ich Zahnkette machen und dann kriegst du eine Struktur, wie in der Matrix, die runterläuft. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild und der Einzige, der das verstehen kann, und irgendwann einmal, ich kann dir sogar sagen, wann das passieren wird, jetzt, es gibt bloß jetzt, verstehen muss, dass du dich weiterentwickelst auf eine höhere Bewusstseinsebene. Es werden nicht die Figuren in deinem Traum nicht überleben, keiner, nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist nicht grausam, es wird ein ganz normaler Verwandlungsakt vom Säugling bis zum Greis. Dein Säugling, Dasein hat ja, du hast ja auch nicht als Säugling überlebt oder als Schulkind oder als pubertierender Jugendlicher. Das sind doch nur Gedanken, die du denkst. Deine Eltern, deine Kinder sind nur Gedanken, die, wo waren die jetzt die ganze Zeit? Wo waren jetzt die ganze Zeit deine Eltern? Es war ein L, Dan war immer da. L ist Gott. Und Danny heißt drei. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Das ist die heilige Trinität.
Holofeeling hat mit normaler Religion nichts zu tun. Und wenn ich von Gott spreche, meine ich irgendeinen von dir ausgedachten, übermächtigen Schöpfer. Ich sage, das bist du. Aber erst dann, wenn du ich bist. Ich behaupte, dass du ich bist, wirst du schon ich sein. Selbst wenn du es nicht sein willst, bist du es trotzdem. Du hältst bloß an der vergänglichen Erscheinung fest, die sich bis in alle Ewigkeit in dir wiederholen wird. Und du wirst um Leben kämpfen, überleben kämpfen. Du wirst leiden, du wirst Freude haben, du wirst leiden, du wirst Freude haben, du wirst einatmen, du wirst ausatmen. Aber immer jetzt, bis du das Prinzip der Gleichzeitigkeit aller Dinge verstanden hast. So, und jetzt gehen wir mal zu der Sonnenstadt. Da wird es übrigens, weil ich gerade offen habe, das erklärt ja auch diese Physik. Da ist nämlich als allererstes in der Periode 1 der Erste, ich behaupte, ich bin der Erste, haben wir unser Hydrogenium. Hydor. Da haben wir das Hydro. Das H existiert in dem Wort Hydrogenium nicht. Das ist Hydor, ist zuerst einmal hier Hydatos. Das ist ganz interessant. Wenn du das wirklich heißt, ist eigentlich der aus Wasser besteht. Das heißt, der selbst das Wasser ist, das rote Wasser, das immer ist. Ein Symbol für das absolute Nichts, wie das für dieses Nichts, das alles ist. Und dann hier der Udo-S. Wichtig ist diese Radix-S. Die haben wir auch im, erinnere dich an den Bäcker, Artos. Back in dir. Es ist in dem Udo, ist diese Raumzeit, ist das Bewusstsein gemacht. GE-Quadrat ist die absolute Macht über das Wasser, das wir uns, das sich in dir eigentlich zu regen beginnt. Das Regenwasser ist ein Wasser, das sich regt. Was übrigens ganz interessant ist, da kommst du dann zu dem Aufregen. In dem Moment, wo du dich aufregen wirst, in dem Moment, wo du zum Murren anfängst. Schau mal, die Radix RGN. Mägeln, murren, sich beklagen. Das heißt, du fängst dich an, RGN, du fängst dich an, über irgendetwas aufzuregen. Das ist dein Jetzt-Zustand. Wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, das ist dann, kommst du in diesen Zustand, dass deine Hülle von dir ständig hier rational berechnet, das ist ein geistloser Verstand, berechnet ständig neue Formen, weil man mit der bestehenden Form nichts anfangen kann. Das ist dieses Zerlegen des Puzzlestückchens, dieses Zerbrechen, wenn dein Kopf kaputt geht und du meinst, da gibt es nur eine Seite, die richtig ist. Ist jetzt der Henkel an der Rasse rechts, links, in der Mitte oder ist keiner dran? Und noch 16 andere Perspektiven, die ich dir erklären kann. Das steckt da alles drin. Kleinen Moment. Da waren wir. Das ist also dieses Udor, dieses Regenwasser, dieses, da steckt dieses erste Element. Das ist das rote Haar, die Quintessenz im Zentrum des Einheitskreises. Interessant, hier auf 18, das ist ich. Das sind die JCA, ICA, die beiden Ichs. Gespiegelt wird es zu Chi, heißt die Lebendigkeit, ist He. Helium heißt die Sonne. Das ist das Helium. Dieses 1 und die 2, die werden dann im dritten Element. Das ist das 3, ist Li, das Licht Gottes. Lidium ist der Stein. Das ist der Eckstein, der verloren gegangen ist. Das Ganze läuft vollkommen synchron mit der Dotter, mit dem Dennach in ein Computerprogramm, wenn du das umrechnest. Das ist wie ein gezipptes Programm. Und wir schauen uns jetzt einmal die Person. Wir haben ja mit der Person angefangen. Dieses Individuum, das heißt, in das Unteilbare, das in sich geteilt ist. Ist das nicht ein Geist, der träumt, der immer derselbe Geist ist, aber ständig in sich selber zerspringt, in unendlich viele Gedanken, die er sich denkt, irgendwo um sich herum verstreut, ohne dass sich an ihm nicht das Geringste verändert? Jetzt ist es eine Entlehnung gleichbedeutend mit Persona, ursprünglich die Maske, die ein Schauspieler trägt. Die Maske, die du trägst, die legst du an in dem Moment, wo du an deinen Körper denkst oder an dein Gesicht denkst. Dieser Körper bist nicht du. Ich verweise auf mein Beispiel Faschingsball mit Maskenzwang. Du unterhältst dich mit irgendeiner anderen Maske. Person kann sich mit Maske, kann sich nicht mit Maske unterhalten. Hinter der Maske steckt der Mensch ist nur das Programm. Ein Programm kann sich zwar mit einem Programm unterhalten, indem Programme Daten austauschen, das kriegen aber die Programme nicht mit. Ich kann mir jetzt zwei Computer denken, die Daten austauschen aufgrund ihrer Programme, die kompatibel sind, aber der Computer, die du dir denkst, ausgedachte Dinge sind so, wie du dir das denkst. Sie kriegen es aber nie mit, weil den Traum erlebt bloß der Geist oder der eine, der sich das ausdenkt. Ausgedachte Dinge spüren nichts und die müssen nicht leiden. Die wollen für dich leiden oder was spüren oder gescheit sein, wenn du dir das denkst. Aber selbst wenn du dir das denkst, kriegen die das trotzdem nicht mit.
Ein kleines Beispiel, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn kriegt es nicht mit. Ich verspreche dir das. Wenn du mit dem Hammer auf deine jetzt ausgedachte linke Hand draufhaust, kriegt es die Hand selber nicht mit. Das kriegst nur du mit. Die hat auch keine Schmerzen, die Hand. Du hast die Schmerzen, weil du sagst, das bin ich. Oder es ist ein Teil von mir. Haust du auf eine andere Hand drauf, die du nur anschaust, die nicht zu deinen jetzt ausgedachten Körper gehört, sondern zu einem anderen von dir ausgedachten Körper gehört, dann kriegst du den Schmerz nicht mit und du wirst trotzdem mitleiden, sympathisieren, weil du dir denkst, ah, wenn ich jetzt der wäre, dann hätte ich ja die Schmerzen, die ich mir denke, wenn ich auf meine Hand draufhaue. Aber es sind alles nur Gedanken. Das kriegt letzten Endes nur der mit, der sich das denkt. Okay, der Maskedant, der, wohlgemerkt, der generierte DR, durch diese Maske dargestellte Charakter, der durch dich dargestellte Charakter, was ist ein Charakter? Ich zeige dir nochmal, was ein Charakter ist. Das ist das schöpferische Wissen deines Intellekts. Blau gelesen. Wir sind immer im Blauen. Die Schöpfung, ein Unbewusst, eine Schöpfung. Egal, wir denken jetzt an ein Gehirn, an einen Charakter. Das ist ja in dem Moment, wo du das denkst, es ist eine Schöpfung von dir, aber eine Schöpfung, die unbewusst schöpferisch ist. Sie weiß ja nicht, was sie tut. Ein Automat ist das spezielle Wissen von irgendwas Intellektuellen. Die Schöpfung von Wissen ist immer aufbauend auf ein Intellekt. Ich nenne es einfach das schöpferische Wissen deines Intellekts. Das ist dein Charakter-Abi. Und das erzeugt jetzt Zorn. Zorn, Zur heißt zur Form gewordene Existenz. Dieser Charakter erzeugt deine zur Form gewordene Existenz. Auch Wut, wir sind wieder beim Regen, es regt sich was in dir, weil du dich über was aufregst. Und das führt dich dann auch zur Nase. Da müssten wir jetzt aber weitergehen. Diese Nase ist ganz weit, ist nämlich die Nase raucht nämlich aus deinem Gesicht heraus. Da kommen wir jetzt dann gleich zu dem Os. Ich habe das Os, habe ich hier angesprochen. Schau, wenn wir jetzt zum Beispiel deine gewisse Art, das ist ein Schlachten, ein Zerstückeln. Wir sind wieder beim Kaputtgehen deines Kaputt. Und wenn wir jetzt da ein Os dran machen, dann kriegst du das Brot, das heißt Brot im Roten, im Adam. Letztes Selbstgespräch. Der Geist des Ersten ist im Adam. Ich erschaffe mich als Adam. Und der ausgedachte Adam ist mehr oder weniger dann diese Stufen, so baut sich das ganze Spiel auf. Und das Os, die Form haben wir jetzt, da machen wir hier mal das Os und dann kriegst du einen Riesenkomplex. Das findest du übrigens in sehr, sehr vielen Worten. Das ist nämlich dein Gesicht, dein Antlitz. Und dein Gesicht, aber nicht nur das Gesicht, das ist auch die Maske, die Larve, der Mund, das G, die geistige Sicht in Bezug auf deinen Charakter und das Ganze bildet sich auf deiner Stirn. Das wäre jetzt auch ein Wort, das unheimlich wichtig wird. Die Stirn, da steckt der Stier schon mit drin, wenn wir eh mit dran machen, das ist das Aleph. Da können wir einfach nochmal ein eigenes Selbstgespräch machen für sich selber. Ein wundervoller Gedankengang, wenn du den mitgehst. Dann kriegen wir den Schnabel, da haben wir den Abel schon drin stehen. Das ist der, den da keiner erschlagen hat. Abel. Dann das Sprache, die Aussprechen, die Mundart. Dann haben wir wieder unsere Lebensfrische, die aus der Sprache entspringt. Denk an El Chat. Durch die Öffnung, das Kreisen von zwei Facetten, die nun in deinem Gehirn bzw. in deinem Geist sind, dann kriegst du das Schiff, dein Ani, kriegst den Nabel, Nabeldebel, Nobel, diese Radix und dann haben wir ein Os 2 und das ist jetzt das Gebein und das Gerippe. Und jetzt kriegst du schon in G-Quadrat ist die Rippe. War da nicht irgendwie was in der Bibel, dass angeblich hier aus dem Adam eine Rippe entnommen wurde? Zella. Was eigentlich heißt, nur eine einzige Seite von ihm selber wird vorhin hingestellt, weil du immer nur das Hell oder das Dunkel, den Wellenberg oder das Wellental anschaust. Ich denke da immer an Rest in Peace. Im Englischen heißt Ruhe in Frieden. Und Pehe heißt hier, im Hier. Das heißt im Zentrum dieser Einseitigkeit. Ich weiß, das ist jetzt sehr viel, was ich dir hinhau. Ich will dir nur zeigen. Und das Harte ist das Innerste. Das nennt man auch den Kann. Das ist auch Os. Und das führt dich dann hier zu Ätzem. Das ist zum einen der Knochen, die Knochen, der Kern, die Knochen, aber auch die Kraft und die Macht, das hatte, das unzerstörbar ist.
Das ist das Innerste und darum ist dieses selbe Wort im Hebräischen heißt auch das rote Selbst. Du selbst bist dieses Wesen, das Innerste. Das ist das Zentrum, der absolute Mittelpunkt, wo ich auch sage, Gott. Immer sein Unzerstörbar. Das ist übrigens dann hier der äußere Wert Rosh. Und das führt uns jetzt automatisch zur 200, weil nämlich dieses R alleine, das steht zuerst einmal hier, Resch ausgesprochen, ist der geistige Kopf. Das ist der geistige Kopf, wenn ich immer sage, das ist im roten Kopf. Und wir können jetzt da zwei Sachen machen. Wir können hier dieses Rosh schreiben. Dann hast du hier diesen Anführer, diesen Beginn. Dieses Spiel haben wir schon gehabt. Und dieses Rosh mit einem Zinn hinten ausgesprochen heißt ja Ross. Das Ross ist Sus. Jesus. Das ist die göttliche Energie, wird zu einem Ross. Groß. Dieser Geist, ob ich Geros oder Jotios, das J steht für Gott, für den kleinen Gott und das ist Geist. Und das ist das Ross, das ist Rosh, das ist der Kopf von E-Quadrat. Beim Schwindel wird es dann extra, weil Windwissen heißt Ruch und Ruch heißt auch Geist. Der Logos des Geistes ist Gott. Das lasse ich einmal so stehen, weil wir uns jetzt ganz einfach einmal diese Verbindung, ganz kurz die Zahlen anschauen. Das ist 126, 26 ist Jahwe und 100 rot gelesen ist der wirkliche Mensch, das ist der Adam. Adam ist Jahwe. Adam ist männlich und weiblich und Jahwe ist HWH, Denker und Ausgedachtes. Plus 5, minus 5. Plus ist es männliche, das Minus ist es weibliche, das Abgetrennte. Dann haben wir hier zusätzlich noch die 252. 200 ist der Kopf, das Rosh, also der Buchstabe R für sich alleine und 52 ist der Sohn. Dieser Sohn hat einen eigenen Kopf und der träumende Geist in seinem roten Kopf erlebt er bloß, was er mit seinem eigenen Intellekt, den er zum Denken benutzt. Darum haben wir Jesus und Jesus. Kann ich auch Jesus schreiben und Jesus ist das Ross. Und jetzt springen wir nochmal ins Lateinische und wir schauen uns jetzt einmal die Person an und du wirst dich jetzt wundern. Wunder über Wunder, per, kann man zuerst einmal lesen, die Weisheit des Erwachten, das heißt durch, hindurch, durch, per se, durch dich. Die Personen per se, durch, hindurch, das hat was mit dem Dia zu tun. Es wird durch dich erschaffen, durch die Generation der Kollektion, die du zum Denken benutzt. Das Ruch wiederum heißt du, Erchet, das ist die Kurzform von Geist, Ruch, Rich. Die Vokale, ich betone immer, bei zwei Konsonanten kannst du immer ein Waff und ein J dazwischen schieben. Dann heißt es du, Geist, durch dich, Geist, durch eine Generation deiner Kollektion, die du zum Denken benutzt. Da musst du hindurchgehen, du durchlebst das Leben so, wie du ein Videospiel erlebst und durch dich wird alles vor dich hingestellt und um dich herum und unter dir und über dir. Das kommt dann in dem Selbstgespräch, in dem Text unter diesem Video, schaust du dir den Text genau an. Das ist das Ganze so personum. Durch Schlafen und Träumen entsteht das Ganze durch dich, weil du zum Träumen anfängst, zum Schlafen angehst. Und du musst durch diesen Traum hindurchgehen. Das ist hier, bezeichne nicht bloß das Durchgehen. Da steckt der Geist, ist eine Eheexistenz zwischen Denker und Ausgedachten. Oder über einen Raum oder Körper, sondern auch die Verbreitung und die Ausdehnung über denselben hinaus in Bezug auf irgendeinen ausgedachten Raum, der nur ein Traum ist. Weil um dich herum nichts ist, wenn du träumst. Das ist alles in dir. Und es kommt aus dir. Und dieses Person, jetzt machen wir hier mal den Sohn, ich weise darauf hin, dass im Englischen the Son zwei Bedeutungen hat, ich kann das mit O und mit U schreiben, es ist einmal der Sohn und es ist einmal die Sonne. Und jetzt schauen wir, was das ist, diese Sona, das heißt sie auch Sona, schauen wir jetzt nicht nach, das heißt Gürtel, es gürtelt dich, was ist ein Gürtel? Ein Gürtel ist etwas, wenn dich was einhüllt, es ist um dich herum. Also diese Sona heißt auch das, was um dich herum ist. Und jetzt kommt dönend, schallend. Darum heißt Persona,
das Sonore auch, das, was durch diese Maske hindurchtönt, aber die Maske selber spricht ja nicht. Das Gesicht, jetzt wenn ich das als Maske nehme, als eine Faschingsmaske, da dröhnt was hindurch und zwar kommt hinter der Maske zuerst der Mensch, das Programm und ganz hinten ist dann der Geist, der das Programm anricht. Und es im Rückweg muss durch die Maske, ist wie ein Filter, ein Interpretationsfilter, dass alles, was du dir selber ausdenkst, zum Beispiel den Zeitungsbericht, den ich immer wieder anspreche, diese Worte, die du dir selber ausdenkst und vor dich hinstellst, auf deine VR-Brille sind nicht wahrgenommen. Oder als Geräusche aus dem Radio, aus dem Mund von irgendeinem in dir auftretenden, in deinem Traum in Erscheinung tretenden Antagonisten, der Geräusche ausstößt, das ja auch Worte sind, die filterst und interpretierst du wieder, wenn die zu dir zurückkommen. Das ist ein Spiegelungsvorgang. Du stellst was Unvollkommenes hin und filterst es nochmal durch diese Maske, wenn es zurückkommt. Das nennt man dann personare Hindurchtönen. Aber schau mal, jetzt wird es interessant. Sony Bess ist der Sohn UB, ist ES. Ich schreibe mal E Quadrat S. UB Elhayom 86 ist Gott das Meer. Und der Sohn ES ist E Quadrat, das ist JC und ICH. Das sind diese zwei, die eigentlich eins sind. Ein bewusst träumender und ein unbewusst träumender Geist. Und dass diese Subes Personus als Sony Bess auch Pferd heißt. Das ganze Ross, da ist der Sohn Gottes, ist die Weisheit von Es. Aber Es sind wir zwei. Ich erkläre dir jetzt, was du bist und was du für Wissen in dir trägst. Weil alles, was jetzt der von dir ausgedachte Udo Brösel dir erzählt, erzählt er dir, weil du das träumst. Ich als UB rot gelesen bin der, der dich das jetzt träumen lässt. Und das werde ich immer sprachloser machen, umso mehr du dieses System verstehst. Und ich will jetzt da noch ein bisschen genauer reingehen, um dir das zu zeigen, weil wenn du das jetzt rein in Wörterbüchern, doch mal, wenn wir hier schauen, da kommt das Sony Best, kommt hier eigentlich gar nicht vor. Das sind viele verschiedene Arten vom Pferd, Kabalus, was natürlich Manus, der Mann, wird so eine auf, ist ihm weder verbundenes Bewusstsein. Das ist ein Geist Gottes, ein gallisches Pferd, wenn ich das rot lese. Kürzer gebaut, wegen der Schnelligkeit. Es bewegt sich. Haben nur die ganz reichen Rei im Kopf des Schöpfergottes, der Spiegel. Nur die ganz reichen Römer können sich einen Manus leisten. Dann gibt es hier das leichte Jagdpferd. Es wird ein unendliches Wissen. Man kann alles extrem zerdenken. Hier kommt aber dieser klassische Sony-Bess überhaupt nicht vor. Wir schauen uns das trotzdem mal ganz, ganz kurz an. Und zwar zeige ich dir das jetzt hier einmal als Auszug. Im Bonds, im modernen Bonds siehst du, da steht das Ross. Aber jetzt sind wir wieder bei Rosh, beim Kopf. Das ist der Kopf, dieses Pferd. Sus ist der Kopf. Unser Jesus, die 26, der Jahwe, der Sohn, der Kopf des Sohns. Jetzt denken wir bewusst an Jesus. Dieses göttliche E, diese göttliche Energie ist dein Geist. Wir können auch Jesus lesen. Der sagt, ich bin der Weg, die absolute Wahrheit und das ewige Leben. Wir können das blau machen, GR, groß, Geros, dann kriegst du plötzlich unseren Os, den ich gerade angesprochen habe, mit einem GR vorher. Und dieses Wort GR heißt erst einmal fremd. Und es ist ein Reisender, der in der Fremde übernachtet und diese Fremde, in jedem Wörterbuch, ich will jetzt nicht reinspringen. Diese Fremde ist deine Traumwelt. Du verwechselst dich mit dem, der jetzt die Figur, die als Protagonist mit einem Joystick in der Hand bestimmt, was als nächstes kommt, weil du reagierst auf Bilder in dir, klingelingeling, denkst du an ein Telefon und so weiter und so fort, auf das denkst du an das. Das ist deine Reaktion, verändert ständig deine Information und wie du reagierst, das macht der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ich erkläre dir sehr kompakt, wie du funktionierst. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher, auch wenn du es noch nicht wahrhaben willst. Und bitte, zerbrech dir nicht den Kopf, dass du meinst, es müssen jetzt irgendwelche Menschen, an die du jetzt denkst, wissen oder kennen. Du musst keine Menschenmission nehmen. Mich interessieren die Menschen, die du dir ausdenkst, überhaupt nicht. Ich drücke es anders aus. Mich interessiert nicht im geringsten irgendeine Figur, die in einem Traum auftaucht. Mich interessiert der träumende Geist, den kann ich wach machen. Und nicht seine Figuren, seine Gedanken. An Gedanken kannst du nicht wach machen. Wenn du ein ganz Großer werden möchtest, Test Udo, ein Jesus, bedeutet, ich werde ein Ross, ich werde ein Großer und die Kleinsten werden die Größten. Jetzt ist natürlich ganz interessant, dass das Kleine beginnt mit KL.
Die Ganzheit, die Gesamtheit, alles ist nichts. Alles, was du dir denken kannst, das Wort alles ist ja nicht, alles ist gleichzeitig da und darum ist es nicht. Sobald du was denkst, sobald was existiert, ist es nicht mehr alles. Und das Ayin heißt nicht existierend. Da steht jetzt natürlich nichts, aber alles ist nicht existierend. Weil alles nicht existieren kann, es kann immer bloß eine Gedankenwelle. Das ganze Meer kann nicht eine Welle aufschmeißen, die aussieht wie das Meer. Es ist eine zerklüftete Oberfläche. Das Spiel erkläre ich, dieses Ein ist nichts, nicht vorhanden sein oder mit 70 gelesen, dann wird es ein Augenblick. Dein Aussehen, was du nach außen siehst, dann wirst du hier in einem gewissen Maß ein Nachschlagen, ein Hineinsehen, aber siehst du in dich deine Information bewusst an? Es ist immer deine Information. Inner Ha'al ist eine Polarität, das ist die Gedankenwelle innen. Ich nenne das immer diapositiv. Das ist in der Kamera obscura, eigentlich das Obskure, das Schwarze. Das ist Krishna, das ist Gott. Oder ist es in der Kammer, das ist in der Traumwelt, die du dir vor dich hinstellst als Gesichtsfeld. Nur eine Halbkugel. Die Physik, die Optik in der Physik erklärt es ganz, ganz perfekt. Da brauchen wir Physikbücher dazu. Du wirst nie hören, dass irgendein Buch, irgendein Wissen unsinnig wäre. So. Jetzt bin ich schon wieder zu weit ausgeholt. Also da haben wir jetzt hier dieses Successus. Kleinen Moment. Da will ich jetzt ganz kurz hinschauen. Da kommt ein schönes Wort. Das kann er nicht richtig übersetzen. Schauen wir mal, was er macht. Da macht er eigentlich gar nichts, weil er das zu viel ist. Dieses Wort alleine. Ich mache jetzt nur mal die Maschinenübersetzung. Da steht jetzt nur Erfolg. Das ist eigentlich ein Witz. Wenn wir da verschiedene Sachen ausprobieren, wir machen mal den hier. Was da steht ein Emporschleuder in dem Wörterbuch. Das ist ja wohl auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir schauen uns das einmal im Bonds an. Im Bonds Wörterbuch heißt Successio eine Erschütterung. Interessant, pass auf, das macht alles einen Sinn. Das heißt also zuerst einmal, das sind Unterformen von ein Niedersinken zu Boden fallen, ein Unterliegen, ein Nachgeben, ganz interessant, zu Combo heißt auch hier in einer Unterform, sich in die Zeit schicken müssen. Du musst dich selbst in die Zeit schicken. Und dann wieder ein sich einem Mann hingeben. Deinem eigenen Geist musst du dich hingeben und der Geist hinein in den Geist geben, das heißt in die Ebene hineingeben. Denke mal an unser Symbol der Wasserlinie mit einem Oberhalb und einem Unterhalb. Du musst dich wieder in diese Mitte begeben. In die Mitte zwischen gesund und krank, das ist die Heiligkeit. In dieses absolute Zentrum hinein, in diesen Kentron, Stachel, SD, S, das Bewusstsein, das hatte T, ist immer sein, als 400 oder als 9 gelesen, das Bewusstsein, dieses Rei, dieses Kopf des Schöpfergottes, das hebräische Wort für Spiegel heißt Rei. In diesen Rei, in diesen Kopf des Schöpfergottes hinein. Das ist das absolute. Und wenn du dich jetzt in die Zeit schickst, muss man nur wissen, dass Zeit heißt immer ein Moment, ein Augenblick, der auftaucht im Jetzt. Und du denkst dich ja in die Zeit hinein, in einen gewissen Zeitpunkt, der aber letztendlich immer nur hier und jetzt sein kann. Dann ist es ein Heranrücken und Successus, schau, sus, ein Erfolg, ein Volk, ein Verlauf. Wenn man dann in ein tieferes Wörterbuch reingeht, dann wirst du feststellen, dass das eine Aufeinanderfolge, erweckte Folgen, ein Fortgang der Zeit, aber das ist doch immer nur ein transversales Aufblitzen im Jetzt. Ein Herangehen, ein Heranrücken, ein Heruntergehen, ein Nachkommen, Verlaufen, Vonstattengehen, das ist dieser ständige Effekt, dann ein Wahlerfolg, das ist Creatio ex nihilo. Du wählst in einem gewissen Maß aus diesen unendlich vielen Gedanken, die in dir drin sind, einen aus. Und der nächste Gedanke, der folgt, erfordert die Zerstörung des jetzigen Gedankens. Und dann ist es ein eilender Lauf der Pferde. Da kommt dann das ist diese Unterform. Und diese Pferde, da steckt das Wort Erde schon mit drin, das erweckte Wissen. Das ist nämlich jetzt die eigentliche große Erkenntnis, dass das Pferd als Ding an sich, wo haben wir, dass diese Pferde, wenn du magst, da echt die Erde, das ist dein erwecktes Wissen mit dran. Und so baut sich dieses ganze Spiel in sich selber auf. Das ist also hier, unser Ding war schlichtweg der Person, Personare, sage ich dir, da steckt das
In dem Ross steckt dieses Person drin. Das Wort hast du übrigens links, ist außen, linkisch. Herumgedreht nach links, außen, entsteht jetzt dieses Pferd. Ein umgedrehtes Pferd, eine umgedrehte Erde. Ein lautes Erdöhnen und so weiter und so weiter. Fragen? Jetzt frage mich bitte nicht, was ich jetzt nicht angesprochen habe, was ich weggelassen habe. Und all das, Holofeeling, ist dein Wissen. Es ist das Wissen, das ist in dir drin und du kriegst es geschenkt. Aber es ist eine Bedingung dran geknüpft. Die Bedingung besteht darin, dass wenn ich das in dir freischalte, das ist wie wenn du jetzt den Computer mit all den Erklärungsmodellen, die nützen ja nicht einmal was die Internetseite, wenn du die jetzt ohne Computer aufmachen könntest, du kannst dich ja jetzt normal gesprochen vom Computer hinsetzen oder dein Handy in die Hand nehmen und das alles selber recherchieren. Die Wissenselemente verändere ich nicht. Du merkst es, ich mache nichts anders. Ich bleibe genau auf der Spur, was da ist. Ich lasse alles, was auftaucht, so wie es ist. Ich mache bloß Sachen dazu. Das ist die Sache mit dem Haar und mit dem Haus. Das ist diese Sache mit dem Ja. Kannst du Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Ja. Ich sage, weißt du, was da für ein Wissenskomplex im Hintergrund stehen muss, dass du das Ja beantwortest und es beschwören kannst? Und ich gehe jetzt nicht ins Detail, da ich sage, wie groß ist dein Deutschwortschatz und wie einseitig legst du deutsche Worte noch aus? Weißt du, kannst schon Ja sagen, ich sage, stimmt ja ein bisschen. Wobei dann das Deutsch, das Deuten, das deutliche Auslegen ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und dann, es erfordert kein Wissen zu wissen, was du selbst bist. Du musst Selbstbewusstsein sein. Schon das Wort Sein, was löst das Wort Sein in dir aus? Das Seiende. Da haben wir wieder, ist es rot, S-A-I-N, S, rot, die 60 steht für Bewusstsein. Und das Ein haben wir gerade festgestellt, heißt nicht existieren. Wenn ich sage, Sein ist nicht existierend. Das blaue Sein in Form von Existere, von Heraustreten, ist was Existierendes und was Vergängliches. Das rote Bewusstsein ist aber ewig. Der, der den ständigen Wechsel von Informationen, die in ihm zu existieren, wieder zwei Seiten, wenn in dir was existiert, tritt aus dir was heraus, es kann dich aber dann trotzdem nicht verlassen. Das ist der widerspricht sich ja laufend. Ich kenne jetzt wie sagen aus einer Datei, in deinem Computer sind Dateien, da ist was drauf, im Arbeitsspeicher. Diese Datei existiert übrigens nur, wenn du sie denkst. Weil wir festgestellt haben, für dich existiert nur das, was du denkst und wenn du jetzt an die Datei in deinem Computer denkst oder jetzt an dein Gehirn denkst, dann existiert das Gehirn. In dem Moment, wo du nicht dran denkst, existiert es nicht, blau gelesen, es ist aber trotzdem rot da. DA, rot heißt eine geschlossene Schöpfung. Das heißt, dein blaues G, hört, wird zu einem roten G. Und das ist der Geist. Aber Geist als Ding an sich kann nicht existieren, weil er ewig ist. Ja. Das Existieren, das ist nicht ewig, weil es mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Wir machen jetzt eine Philosophie, die überragt wirklich alles an Philosophie deiner Menschheitsgeschichte, das du in Büchern nachlesen kannst, um geistige Welten. Und dann noch das eigentliche Wunder auf eine Größe in Verstehbarkeit herunterrationalisiert, dass das jeder 13-Jährige, den du dir jetzt natürlich wieder normal gesprochen ausdenkst, also ich sage, ein Geist, der mit dem reinen intellektuellen Wissen eines 13-Jährigen, ich bleibe jetzt mal beim deutschen Hauptschulabschluss, ausreicht, wenn du die Gedanken mitgehst, dass du nur nickst. Weil ich rede nur von hundertprozentig sicheren Tatsachen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt das, was in den Wörterbüchern drinsteht, schon der Weisheit letzter Schluss wäre. Da wirst du nämlich feststellen, wenn du in dir suchst, dann tauchen immer wieder neue Sachen auf. Und du wirst dann in den Physikbüchern Fehler finden, wo ich sage, auf jeder einzelnen Seite sind das so eklatante Fehler, dass jedem 13-Jährigen die Haare zu Berge stehen. Das ist ohne Ende, wenn wir da mal anfangen. Ich habe hier mein Holger heute Morgen zum Beispiel so ein kleines Rätsel aufbauend. Ich mache jetzt wieder reine Bröselgeschichte an Widersprüchen, wo ich dir jeden Physiker, jeden Koch, wenn die dir irgendwelche Sachen erzählen, dass du, wenn du mal über das, was du magst, was man dir erzählt hat, selber die eigene Gedanken machst, dass du diese Autoritätshörigkeit verlierst. Dass du sagst, hey, was für ein Scheiß erzählen die mir eigentlich? Er weiß ja nicht, was er spricht. Zurzeit mit Nadja jetzt, ich mache ein normales Bröselgespräch, sprich mit mir selber mit dem Nadja-Programm.
Die geht zurzeit auf, die ist nur noch staun, die sagt, die wird am liebsten Bücher, die springt vom Hundertste ins Tausendste. Gestern haben wir in Physik gemacht, habe ich jetzt kleines Beispiel. Ich sage immer wieder dieses Jahr, aber du musst jetzt erst einmal klar machen, du beobachtest dich jetzt und du wirst feststellen, in dir ist was drin, das massiv versucht, seinen eigenen Glauben zu schützen. Das ist dein Ego. Ich spreche nochmal an, ein psychologisches Phänomen, übrigens jetzt zeitaktuell, wenn du das Datum unten anschaust, wo dieses Video veröffentlicht wird, das ist jetzt gar nicht, wenn das Video auf YouTube steht, ich rede jetzt normal, ich vergesse mit Vergangenheit, es sind Worte und du magst jetzt Vorstellungen. Ist vorige Woche oder was im Spektrum der Wissenschaft, eine Zeitschrift auf Deutsch, ist ein großer Bericht drinnen oder mehr oder weniger großer Bericht, wo ein psychologisches Phänomen, das ich vor 40 Jahren schon angesprochen habe, dass der Mensch sein Wissen als wichtiger betrachtet und schützenswerter betrachtet wie seinen finanziellen, also sein Geldbesitz. Das heißt, Wissen ist was, was du besitzt. Ich mache das in ganz einfachen Worten nochmal. Wenn du jetzt ein einfacher Arbeiter bist und du malochst, bist der Malocher und sparst dir vom Mund ab und kannst dir ein Häuschen bauen. Abgespart, kein Kredit. Dann musstest du hart dafür arbeiten. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund das vernichtet wird oder das nimmt dir einer weg, wirst du tief traurig sein, weil dann war ja die ganze Arbeit umsonst. Für nichts. Aber was passiert, wenn du jetzt studierst, 10 Semester, 12 Semester, machst du einen Doktortitel, arbeitest dich dann hoch, jetzt rein vom Status her. Das baut dir auf ein Wissen auf, das du dir mühselig angeeignet hast, indem du irgendein Geschwätz von Schwätzern nachschwätzt und dann wieder rezitierst. Das ist ja reine, du machst dich zu einer Rezitiermaschine und bist unheimlich stolz auf die Daten, die du geistlos nachäffst, die du abgespeichert hast. Mhm. Und jetzt kommt einer und nimmt dir das Wissen weg. Oder er erklärt dir, dass all dieses Wissen hast du umsonst gelernt, das war für lau. Dann wirst du wieder böse werden, du wirst es verteidigen. Das ist das Gefängnis, die Sache, meine Sache mit den Gefängniswörtern. Du steckst zurzeit in einem Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Und deine Gefängniswörter ist dein eigenes Ego, das dir, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Eine ganz kleine Geschichte, ich bin du Quadrat mit dem Vögelchen Mathematikus, der im Käfig am offenen Fenster steht und seine Käfigtür ist offen. Da kommen andere Vögel und die sagen, komm doch mit uns. Ja, ich kriege doch jeden Tag hier mein Essen, das ist doch Sicherheit in meinem Käfig. Wer weiß, was da außen alles passieren kann. Sag das einmal zu freien Vögeln, zu ganz normalen Vögeln, die sagen, du spinnst doch. Ja. Das ist, du schützt dein Wissen, du rechtfertigst alles, was du magst mit deiner Logik. Und wenn ich jetzt was Neues erkläre, was du sagst einmal, wenn du dich selber beobachtest, und das ist das Einzige, was ich mir jetzt für dich wünsche, dass du ganz massiv dich dabei beobachtest, was da ist, cut, einfach nur schauen, was jetzt da ist. Monitor wieder. Jetzt könnte ich sagen, war der Monitor und die Tastatur, schau die Tastatur an, wo war die jetzt die ganze Zeit? Ja, die habe ich nicht angeschaut. Aber du bist dir natürlich hundertprozentig sicher, dass das trotzdem da war. Dann schau über den Monitor hinaus in das Zimmer hinein und dann schauen wir den Hintergrund vom Monitor an. Hat er existiert? Als auf deiner VR-Brille war er in den Unschärfebereich, den du dir jetzt denkst, da. Vorhergehende Selbstgespräche anhören. Holo-Feeling erfordert nur eine absolut präzise Selbstbeobachtung. Um dich selbst zu beobachten, brauchst du kein Wissen. Du schaust dir dieses vom Moment zu Moment wahrgenommene Wissen, das existierende Wissen, sprich deine Informationen einfach an, was da ist. Und du beobachtest, wie sich das austauscht, warum sich das austauscht. Du musst dabei nichts tun, nur schauen. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, du darfst das, was du siehst, in keinster Weise anders haben wollen, wie es ist. Du darfst auch das, was du siehst, wenn du jetzt den Fokus auf deine eigenen Wertungen verlagerst, du kannst ja beobachten, wie du wertest und wie du reagierst. Oder wie Figuren, die in dir auftauchen, wie die reagieren. In der Physiognomie, in ihrem ganzen Gehabe. Du kannst das beobachten. Du darfst das, dieser Beobachter wertet nicht mehr, was er schaut. Er beobachtet die Wertungen, ohne die Wertungen zu werten. Dann bist du in der Mitte. Solange du Wertungen beobachtest und die Beobachtungen wertest in richtig und verkehrt, in gut oder böse, hast du die Mitte verloren, dann hast du dich schon wieder selbst vergessen. Das ist mit Angst verbunden, mit all dem, was dazugehört. Dann wirst du merken, dass das ganze Spiel von Demokratie, all das, was ich dir zurzeit einspiele, dass die Prüfung mit Corona, Impfen, Nicht-Impfen, mit Ukraine, pro Westen, pro Osten, nenne ich das ganz einfach. Was ist die Mitte? Ich sag dir, was die Mitte ist, Greenwich. Aber Greed, ich habe schon wieder den Reisenden,
Das Grüne ist Irak, ist das Ausgespuckte. Mhm. Wir haben ja dann die Schöne mit dem Farbenspiel. Wenn du das Farbenspiel anschaust, wirst du wieder genau erkennen, dass das eine Matrix ist. Dass die hebräischen Farbnamen, wenn ich die erzähle, sind es Zahlen. Dann kommt dieses schöne Spiel plötzlich mit dem Austauschen mit den vier Seiten, das Grün, jetzt in unserer physikalisch ausgedachten Farbmischung, wenn mir das Gelb ist ja, wo die Sonne aufgeht, das wird mit Gelb, der Osten wird mit Gelb symbolisiert und der Westen, das Blaue, das Lügenmeer, wo die Sonne, das Licht wieder im Meer untergeht. Wenn wir die zusammenmischen, dann kriegen wir Grün, das ist genau die Mitte, darum ist es Greenwich. Greenwich wiederum, Witch, kann ich, wenn ich es ausspreche, ich schreibe das zweimal unterschiedlich. Ich kann das nämlich mit W Ich schreiben, so wie das Greenwich eben geschrieben wird, das ist ein doppelt aufgespanntes Ich. Da kann ich zuerst einmal sagen, das sind mir zwei sind aber nicht zwei, mir du all sind. Wir sind nur gespiegelt. Ich sage immer wieder, der vom Bücherregal und der liest. Der liest ist aber der vom Bücherregal in dem Moment, wo er zum Lesen anfängt, und wenn er nicht liest, ist er der dasselbe, bloß halt ohne Information. Das ist die Mitte. Und beides ist wie Rot und Blau. Willst du die rote oder die blaue Pille nehmen? Das ist die große Problem in der Matrix. Das heißt jetzt hier, willst du weiterhin oben an der Oberfläche ein Zombie sein oder kommst du zu uns nach Zion in das Grab? Aber Grab, wieder GR ab, kann ich lesen, der reisende Vater oder auch der fremd, mir fremd erscheinende Vater, weil nämlich GR auch fremd heißt. Die Fremden sind die Reisenden, die du dir ausdenkst. Lass es einfach stehen, ich könnte jetzt das genau erklären. Das ist die Entziehung in dem Film Matrix. Aber in die Mitte wollen die auch nicht. Die leben lieber da unterirdisch unter sich, weil sie sagen, wir sind ja jetzt frei, wir haben es ja verstanden, wir sind ja abgenabelt da unten im Grab. Und die da oben, das sind ja nur Zombies, die rumlaufen. Nein, das eine wie das andere sind Ausgedachte. Das heißt, du musst beide nehmen und dann wirst du zu Lila, Lila, Laila. Hochinteressant, Sanskrit ist es das Spiel. Die lila Krishnas sind die Spiele Krishnas. Krishnas ist der Schwarze. Denk an die Kamera Obscura. Obscur. Das Schwarz kann ich positiv und negativ. Du kannst es immer austauschen. Oder lila, die sie genau die Buchstaben im Hebräischen sind, die Nacht. Dann hast du aber N8, die Existenz in der Acht. Das hebräische Wort Acht heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Das ist die weibliche Eins. Klingt jetzt so unendlich verwirrend und ich weiß jetzt, diese zwei Programme, die du dir jetzt ausdenkst aufgrund dieser zwei Pixelmännchen. Das sind ja nur zwei Programme. Das bist du, Geist, hast jetzt ein Programm laufen und dieses Programm ist dafür verantwortlich, dass wenn du jetzt an dich denkst, denkst du an den Menschenkörper, der jetzt vor dem Computer sitzt. Hättest du jetzt das Programm Ariane, dann würdest du auch einen anderen Monitor, einen anderen Hintergrund haben. Oder bei der Nadja, ich nenne mal das andere so, würdest du wieder einen anderen Programm, einen anderen Hintergrund haben und hast das UB-Programm, dann hast du sowieso was ganz was anderes im Kopf. Es ist aber immer derselbe Geist. Das sind diese vielen kleinen Beispiele für Holofeeling, die du wiederholen musst. Du hörst die und die sind weg. Und du solltest dich jetzt nur noch darauf konzentrieren, dich möglichst oft in das Jetzt zu holen. Was ist jetzt da? Was bin ich? Und was sind meine Gedanken, den ich jetzt dort schaue? Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Klingelingeling mache, dann denkst du an das Telefon. Ist vollkommen okay. Du schaust einfach, dann gehst du hin. Das ist jetzt erst das Telefon, ist ein Gedanke, das auch auf hunderten Selbstgesprächen, dann nimmst du, ich mache mal die Maus, dann nimmst du das Telefon in die Hand, das ist ganz kurz nur, es existiert nur, wenn du es denkst. Und dann drückst du auf den Kopf, fällst es auf Ohr und du hörst dann einfach neue Geräusche, neue Worte, hallo, ich bin's. Und jetzt wirst du wieder aufgrund dieser Geräusche an was ganz Bestimmtes denken. Sehr interessant, da ist ja gar kein Name nicht gefallen, du hörst nur, hallo, ich bin's. Ich erzähle das so oft, ist dir das eigentlich klar, dass das jedes Mal der Fall ist und dann ist das alles wieder weg, was vorher da war? Angenommen, du hast jetzt ein Selbstgespräch gehört und jetzt passiert, dass da im Hintergrund ein Klingel nochmal auftaucht, dann wirst du vielleicht das Video anhalten, habe ich auch erzählt, dann passiert dieses Spiel und hallo, ich bin's und dann kommt irgendwer, ist wer anders und dann ist alles, was ich dir jetzt erzählt habe, weg. Das darf nicht weg sein, das muss installiert sein. Das sind die zwei Seiten, die ich anspreche. Das ist die normale Logik und die andere Logik muss im selben Moment gleichzeitig da sein. Und erst wenn beide für dich absolut gleichwertig sind, da geht es nur um richtig und verkehrt. Weil es ist doch hundertprozentig richtig bis dato vor Holofeeling, dass es für dich vollkommen logisch war, wenn es klingelt. Es klingelt weiter außen, welche sind, die du natürlich jetzt denkst, die mich anrufen.
Und jetzt drehen wir das, dass du sagst, weil es klingelt, entstehen in mir die, die ich mir jetzt denke, die mich angeblich anrufen. Der Geist bleibt der gleiche, du drehst es bloß um 180 Grad. Und genauso ist es, ich höre Hallo, ich bin's. Aber der Witz ist, das ist nicht, es ist zwar immer Hallo, ich bin's, aber es sind Oberwellen da. Da wird jetzt brauchen wir wirklich die Physik, die ganze Physik mit Fourier-Transformation, mit allem, was dazugehört. Dies klingt etwas anders und aufgrund dieser Klangveränderung, das war mein Beispiel, 400 Hertz von einer Flöte, von einem Klavier und einer Violine, der reine Sinus von 400 Hertz, es ist so, dass eine Klavierseite, wenn die schwingt, gibt die in der Grundwelle 400 Hertz an Sinus wieder. Und eine Flöte, die 400 Hertz, ist auch ein Sinus. Und ein Klavierton, eine Geige, mach mal eine Violine, ist auch ein 400 Hertz Ton. Aber du wirst feststellen, dass das zwar immer derselbe Ton ist, aber irgendwie anders klingt. Das sind die Oberwellen. Und genauso ist es, wenn jetzt verschiedene Trockennasenaffen Hallo, ich bin sagen. Sagt jeder in diesem aufgespannten Signalfenster Hallo, ich bin's. Oder wir können auch die Worte hinschreiben. Bloß wenn ich jetzt die Worte hinschreibe, dann ist Hallo, ja wer? Aber wenn die Oberwellen da sind, wenn was mitschwingt, das sind die Oberwellen, denkst du ganz, ganz gezielt an irgendeine Person. Mhm. Stimmt oder stimmt? Mhm. Genau dieses Spiel. Und du hörst 400 Hertz, einen klaren 400 Hertz und sagst sofort, das ist eine Violine, das ist ein Klavieranschlag, das ist eine Flöte. Mhm. Diese Physik wird so unheimlich wichtig für Holofeeling bis hin zur Quantenmechanik. Aber verstehen deine Physiker, die du dir denkst, wenn du meinst, die wüssten das, vergiss es, dann schaust du dir den Lesch jetzt nochmal an, was er dir erzählt. Hier ein 10-Euro-Schein, den du dir denkst, ist was ganz was anderes, wie wenn der tatsächlich da ist. Nein, das ist kein Unterschied. Beides ist eine Information. Es ist entweder ein Gedanke, wenn du ihn denkst, existiert er. Auch ein grünes Mastmännchen und ein Osterhase existiert in dem Moment, de facto, wenn du ihn denkst, da schaffst du einen Osterhase. Und wenn es bloß das Wort Osterhase ist, dann kannst du auch ein Bild in deinem Kopf machen. Ob der unabhängig von dir da außen existiert, ist eine andere Frage. Du kannst dir natürlich einen Stoff-Osterhasen machen oder einen Keramik-Osterhasen machen, aber das ist ja kein Osterhase, wie man sich den denkt. Der soll ja was Lebendiges sein. Und wenn ich mir jetzt ein Häschen, einen Dachtraum ausdenke, Hase, der ist ja lebendig, aber das ist kein Osterhase. Aber dann doch wieder irgendwie mit Ostern, da war doch irgendwas hier in deinem Dachtraum. Jetzt wirst du merken, da mache ich wieder einen Gedankengang ohne Ende, der sich verknüpft. Und dann kommt dieser Widerspruch in der Physik, diese unendlich vielen Fehler, ob ich jetzt auch in der Biologie, in den Darwinismus, es ist nichts einfacher, wie diesen ganzen naturwissenschaftlichen Kack, der den menschlichen Geist vollkommen entgeistigt hat und ihn zu einem Affen gemacht hat. Und du äffst es nach. Und bis heute in deinem Traum die Angst nochmal, nicht zu niemandem, den du dir denkst, ist dran schuld, dass du ihn jetzt so denkst, wie du ihn dir denkst. Du erschaffst den und er ist so, wie du ihn erschaffst. Und du jetzt, Zwischenstufe als träumender Geist, als Violetta, bist nicht dran schuld, dass du das träumst. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, zwei Seiten. Schreibt es oder schreibt es nicht? Ein Satz, den ich immer wieder wiederhole. Er schreibt es in Bezug, er bringt die Farbe aufs Papier. Du, wenn du an irgendwas denkst, da schaffst du es, weil du denkst es ja. Aber der Kugelschreiber sucht sich nicht raus, was er schreibt. Du kannst dir nicht raussuchen, was ich dir zurzeit träumen lasse. Obwohl du sehr wohl das, was du träumst, selber bestimmst durch dein Interesse, durch dein inneres Sein. Es wird nämlich nur das auftauchen in dir, wo du Interesse zeigst. Wenn du an Holofeeling kein Interesse zeigst, verschwindet es wieder wie irgendwas anderes auch und du wirst dann das wiederholen, was für dich wichtig zu sein scheint. Immer und immer wieder dieselbe Kacke. Du nimmst immer wieder dieselben Internetseiten, die dich interessieren. Egal was es ist, du machst dir Angst, du rennst bei jeder Kleinigkeit, wenn du meinst, da stimmt was nicht, so ein Fachmann, der dir erklären muss, was da nicht stimmt. Wenn du krank bist und der muss dich dann am Leben erhalten, ein vollkommen sinnloses Unterfangen, einen Affen, ein sterbliches Säugetier, dir am Leben erhalten zu wollen. Schon gar nicht irgendeine Erscheinung, die in dir auftaucht. Jeden Gedanken, den du denkst, wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Es ändert an dir nichts. Ich erkläre dir, wer du wirklich bist. Das wirkende Licht, das all diese Projektionen in sich um sich herum verstreut. Und das ist an keine Bedingungen geknüpft, außer dass du mir vertraust.
Was ich mir wünsche, ist, dass du dem vertraust, was hundertprozentig sicher ist. Solange du auf das Geschwätz vom Zweiten hörst, dieses Beispiel, das ich auch hunderte Male wiederhole, ich betone jetzt absichtlich immer das hunderte Male oder tausende Male. Wenn du dem vertraust, was du leiden, ich verspreche dir, du wirst irgendwann versuchen, einen Rückzieher zu machen, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Du kannst dein Glas nur einmal zerbrechen. Du kriegst dann eine neue Chance, aber erst in 1000 Jahren. So wie es geschrieben steht, ist es. Aber wie lange dauern 1000 Jahre? 1000 Jahre. Solange du an 1000 Jahre denkst. Eine Sekunde. Was hat länger gedauert? Wenn ich jetzt rein die Geräuschlänge zeitlich mir wieder ausdenke, aber das Zeitfenster, das ich vor mir aufspanne, es ist hier und jetzt. Das ewige Jetzt, das ewige Hier. Es gibt nichts, was das präziser beschreibt wie die Relativitätsformel von Einstein. Und ein Variationen, ob du die spezielle nimmst oder die allgemeine. Das sind jetzt die Kleinigkeiten, die du irgendwann einmal verstehen lernen musst. Und dann wird diese Spiegelung interessant sein, dass viele, viele Sachen in der Physik, wenn ich dir was sage, drehe ich das um 180 Grad. Ich habe gerade angefangen, dass ich meinen Holger heute ein Beispiel gebracht habe. Ich mache mal ein physikalisches Experiment. Kannst du dir selber mal Gedanken machen? Die Lösung ist unendlich einfach. Wenn wir jetzt ein Glas nehmen, wir legen ein Marshmallow rein. Geh mal den Gedanken mit. Wenn du ein bisschen Ahnung hast von Physik, viele sind dann verblüfft, wir legen ein Marshmallow. Ein Marshmallow ist schlichtweg und einfach ein Schwammgebilde, wo die eigenen Parzellen leicht dehnbar sind. Ich sage einfach so, wie wenn wir kleine Luftballons nehmen, die aufgeblasene gewisse Luft haben, das sind die Luft. Parzellen, die Blasen in dem Marshmallow, sind wie kleine Luftballons, wo Luft drin ist, die aneinander geklebt sind. Das damit in ein festes Gefäß rein und ich sauge die Luft aus dem Gefäß raus, dann wird sich zwangsläufig durch das Verdünnen der Luft für das Marshmallow, diese Luftballone werden größer werden. Weil diese vorhandene Luft in den Luftbläschen versuchen jetzt den luftleeren Raum um sie herum auszufüllen. Gibt es Videos, geh auf YouTube, schau einfach einmal Marshmallows im Glas, Luft drauf saugen. Das wird dann größer, das saugt sich praktisch, wird dann größer. Das heißt, wenn um das Ding herum ein Vakuum ist, dehnt sich dieses aus. Das ist das Schöne, wenn ich immer sage, wenn du jetzt Bilder siehst von Astronauten in einem Raumanzug, die hier an einer Raumkapsel, an einer Raumstation arbeiten, diese Bilder sind ja nur Bilder, sind nur Pixelbilder. Du musst dir jeden Moment bewusst machen, was da ist und du kannst dir bewusst machen, was du glaubst, dass das eine Aufnahme ist, die in der Vergangenheit da oben irgendeiner fotografiert hat. Und ich sage, das muss komplett weg sein. Sonst hast du den Glauben nicht getauscht. Wir haben gesagt, die eine Seite ist das, was man überprüfen kann. Das kannst du nicht überprüfen. Also ist es die Seite, die dir logisch erscheint. Bist du immer noch auf der Seite. Holofeeling geht nur mit Fakten, die man überprüfen kann. Alles andere ist es nicht einmal wert, dass du denkst. Du brauchst es bloß als Kontrast für geistreiches Denken. Mhm. Okay, wenn du jetzt solche Fotos siehst, wenn das wirklich so wäre, dann stimmt die Physik nicht. Weißt du wieso? Weil dann ist ja um die da oben am Himmel sein absolutes Vakuum und dann müssten die Dinge wie ein Dunlop-Bändchen aussehen, so müsste ich der Raumanzug aufblasen. Mhm. Jetzt wirst du merken, wenn du ein Physiker bist, dass du sofort anfängst zu arbeiten, was an dem Beispiel nicht stimmt. Das ist hundertprozentig in Ordnung. Dein Problem ist, dass dein Ego sich wieder aufbaut, weil ich nehme dir jetzt Wissen weg. Jeder Physiker weiß das mit Marshmallow. Aber ich müsste mal selber denken, dann gilt es ja auch für einen Raumanzug, wenn der im Raumanzug sitzt, der müsste sich ja komplett, wenn der müsste sogar zerplatzen, wenn er ein absolutes Vakuum ist. Dann mache ich mal was anderes. Ein Beispiel, wir spiegeln das einmal. Ich denke mir jetzt, ich habe eine neue Matratze gekauft. Eine Matratze ist eigentlich nur Marshmallow mit Bläschen. Die ist in einer Plastikfolie drin. Und ich mache die Plastikfolie auf und pff. Geht die Matratze auf. Die bläst sich auf. Wie ist jetzt das zu verstehen? Das würde aber doch heißen, wenn ich statt einem Marshmallow, ich denke jetzt einmal statt ein Glas mit einem Marshmallow, denke ich mir einen großen Raum, eine Stahlkammer, da tue ich diese Matratze rein und dann gilt dasselbe, wie wenn ich jetzt aus der Stahlkammer die Luft raussauge. Dann würde sich die Matratze mit den Luftbläschen, dasselbe Prinzip wie das Marshmallow, würde total aufgehen. Ja, jetzt ist aber doch da, wieso ist da hier das drin, wenn ich die Luft raussauge? Die muss ja, wenn ich die Luft raussauge, muss das doch zusammenfallen. Ich sage, die Lösung ist rein physikalisch, die Physik stimmt ja.
Ich darf die bloß nicht einseitig auslegen, weil man geht in diesen Kammern, wo man die Materie raussaugt und einen absoluten leeren Raum schafft, diese in einem Quadratmeter bloß noch ein Teilchen. Das ist ein Raum, den du dir vorstellst. Den gibt es übrigens nicht ohne Materie. Das ist ein Traum. Es ist ganz einfach, pass auf, diese Matratze, wo ich eine Folie reinmache und ich saug dann aus der Folie den Luftraum, ist ja kein hartes Gefäß. Dann wird zuerst aus der Folie, aus dem Hohlraum, die Luft, die mir uns jetzt natürlich denken. Wohlgemerkt, du hörst jetzt nur Worte. Ich erzähle dir jetzt etwas und im Hintergrund sind Zahlen und diese Zahlen wie in einem Computer bauen jetzt Vorstellungen in dir auf. Das ist das, worum es geht. Ja. Das sind jetzt nur diese Geräusche, sind Worte, sind Buchstaben, die eine Struktur in einer Datei sind, wo du mit deiner jetzigen Logik eine Vorstellung aufbaust. Und betrachte einfach mal die Vorstellung. Nochmal, wir haben ein Gefäß mit harten Wänden, das wir uns denken und da ist Luft drin und wenn wir die Luft raussaugen, wird es ein leerer Raum. Der leere Raum ist aber nur eine Seite, weil der leere Raum, wo jetzt nichts mehr drin ist, wo die reden, der wird gedacht in Verbindung mit dem jetzt nicht gedachten Gefäß, in dem sich der leere Raum befindet, dann ist ja doch was dabei. Ohne dieses Gefäß wird es auch den leeren Raum nicht geben. Es gibt kein Wellenberg ohne ein Wellendall. Das Wellendall ist der leere Raum und der Wellenberg ist das Gefäß drumherum, das genaue Gegenteil. Wenn ich ein Marshmallow reinmache und die Luft reinsauge, sind die Luftbläschen, verdünnt sich natürlich die Luft und zwangsläufig wird der Raum größer. Also die Matratze, vulgo, das Marshmallow geht auf. Wie sieht jetzt das aus, wenn ich jetzt das Gefäß nicht aus einem Glas oder einem Stahlkäfig mache, sondern ich mache einfach dasselbe Volumen, nochmal dran denken, Volumen heißt Rollen. Das hat nichts mit Raum zu tun. Kreisen, Karei, wie ein Spiegelraum. Wie groß ist der Raum in einem Spiegeltunnel, wenn du in einen Spiegeltunnel reinschaust? Da ist kein Raum, das ist ein Traum. Genauso ist der Raum, den du jetzt vor dir siehst, wenn du auf eine Brille aufhast, nicht da außen. Das ist, wenn es ist, ist es hier und jetzt, wenn es existiert. Also pass auf, jetzt machen wir da eine Folie. Wir sagen jetzt hier, wir haben so und so viele Kubikmeter einen Raum aus Stahl und ich mache eine Matratze rein und ich sauge jetzt aus dem die Luft raus, dann wird die Matratze genauso aufgehen wie das Marshmallow. Weil ich ja die Luft raussauge. Die Luft zerst aus dem Raum und dann werde ich versuchen, die Luft aus den Luftbläschen rauszuziehen, was zu einer Verdünnung, es wird ja immer weniger Luft, wichtig, pro Kubikzentimeter wird es verdünnt und dadurch vergrößert sich das praktisch. Wenn ich jetzt aber dasselbe Volumen des Raums, keine Stahlkammer mache, sondern genau das Volumen von einer Plastiktüte nehme und du dann die Matratze rein und ich sauge jetzt die Luft raus, dann wird erst einmal die Plastiktüte zusammengehen, bis sie zur Matratze kommt und dann wird die Matratze aus den Luftbläschen der Matratze die Luft rausgesaugt und geht es dann zusammen. Weil eben die Wände eigentlich nicht mehr fest sind drumherum. Das ist die Erklärung. Und wenn du das jetzt ganz einfach erklärst, das erste Mal, dann Holger war im ersten Moment total schockt, weil ihm beides logisch war und er wusste nicht, wo die Lösung liegt. Es muss ja, wenn ich die Luft drauf sauge, aufgehen, ja nur, wenn das drumherum fest ist. Fest ist, oh ja, ja. Wenn ich eine Düde drumherum mache mit demselben Volumen, sauge ich jetzt erst einmal, dann geht es erst einmal der leichtere Widerstand, die Luft aus der Düde raus, bis wir zur Matratze kommen und dann wird noch mehr Druck ausgeübt, dass man die aus den Bläschen auch noch raussaugt. Zwei Seiten, es geht nur ums Verfahren. Wieder zwei Seiten. Das muss aber gut sein. Ich habe jetzt hier ganz kurz zum Abschluss, muss ich doch nochmal einschalten. Das ist das Update dran, sonst wird es zu lang. Das ist jetzt der große Schwindel. Also nochmal, das heißt der Logos, der Wind. Jedes in dem System, was du feststellst, dass das, was jetzt eine normale Logik sagt, na endlich, klär das auf mit diesen Schwachsinnigen, die an Holofeeling glauben. Um das klarzustellen, an Holofeeling musst du nicht glauben. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Holofeeling schreibt ja auch nicht vor. Was du glauben sollst, erinnere dich an das AUB im Glaube. Da geht es nur, dass du was beschwörst. Du solltest nur noch das beschwören, was du auch beschwören kannst, ohne in meiner zu schwören. Das ist jetzt ein kleiner Auszug aus einer Holofeeling-Schrift. Sehr gewissenhaft lesen, es ist rot-blau. Ich erkenne nun Geist und Existenz. Das ist Adam. Das ist der Denker und das ist das Ausgedachte. Merkst du das System, wenn man mal die Grundlagen hat, dass die von mir hier und jetzt in meinem Bewusstsein, wohlgemerkt in mir, real wahrgenommene obere Schicht,
Das sind meine Gedankenwellen. Gestalten des Bewusstseins, das ist ganz interessant. Das GE-Quadrat, das mache ich jetzt immer nur E-Quadrat, das habe ich damals noch, das sind raumzeitliche Spiegelungen, die alternierenden Bewusstseins, maßgeblich der von mir selbst postulierten darunterliegenden Schicht, das heißt von der von mir jetzt logisch ausgedachten Vergangenheit bestimmt wird. Das, was ich mir in die Vergangenheit denke, spiegelt sich nämlich in der Zukunft. Wenn ich in der Vergangenheit, wenn was entsteht, wird es in der Zukunft wieder vergehen, so sagt deine Logik. Aber es, wenn ich das um 180, um 90 Grad erst einmal drehe, Vergangenheit und Zukunft zu einer Transversalen mache, dann ist das, was jetzt entsteht, wird auch jetzt vernichtet, weil es keine chronologische Zeit mehr gibt. Und das ist die Tatsache. Das ist das Faktum, dass es so ist. Als tiefgläubiger Materialist glaube ich an einen chronologischen Zeitfluss, der völlig unabhängig von meinem eigenen Geist irgendwie unaufhaltsam, ich sage mal, da außen dahin fließt. Was fließt eigentlich von wo nach wo? Nun erkenne ich mein eigenes zeitliches Faktum. Das ist die Tatsache, alles angeblich Vergangene und Zukünftige besteht definitiv nur aus meinen eigenen selbstpostulierten gegenwärtigen Gedanken. Ich präsentiere mir im Präsens jetzt eine neue Information und um das zu machen, muss ich die bestehende wieder zusammenfallen lassen. Das ist wie meine 200 Gramm rote Knete. Ich kann da ständig eine andere Form draus machen und jede neue Form, die ich der Knete gebe, zerstört die bestehende Form und es bleibt immer 200, es bleibt immer derselbe Denker. Das kann man durchlesen, das erspare ich mir, das kannst du selber machen. Dann kommen hier einige Sachen. Einfach wiederhole das folgende Mantra, bist du es, das heißt uns Geist selbst, ich bin ja du, absolut verstanden hast. Das ist ein kurzes Stück, das ist eine Endlosschleife, lass es einfach laufen bis zum Erbrechen. Jeder auftauchende Moment passiert, da kommt jetzt das Passieren etymologisch, immer hier und jetzt in dir selbst. Glaubst du, ich würde mir als ausgedachter Brösel UB für eine vergängliche Erscheinung, das heißt für irgendeinen anderen ausgedachten Brüssel, meinen Hindern zu aufreißen. Ganz interessant, ich mache Worte, was machst du aus dem Wort? Emain heißt vom nicht existierenden EN-Quadrat, ist die Quintessenz immer Indern, meinen Hindern. Mein Indern wird ja aufgerissen in dem Moment, wo ich zum Denken anfange. Solange ich nichts denke, ist es der absolute Nullpunkt. Ein Geist, der schläft ohne zu träumen, ist ein absolutes Nichts. So auf, der Schöpfer UB ist der Kopf des Schöpfergottes. Und da beginnt jetzt ein Sehen. Ich kann auch eine Ehe-Existenz schreiben, dann würde ich das rot machen, nämlich vom Wellenberg und Wellendal. Ich mache es, das nur für uns Geist selbst. Nur Existenz einer aufgespannten Berechnung, blau gelesen, ist ein flackerndes Licht. Und für ist pur, ist vor. Diese Radix 80, 6, 200 heißt das Los, das Schicksal, das, was du losmachst. Kannst du hier nachschauen. Und jetzt bewusst zugehört, du wirst nie bereit sein, ein Dim Gabel, das ist ein Video. Lese es einfach, ich lasse es, kannst du selber durchgehen, das sind jetzt dann noch einige, das ist jetzt übrigens die eigentliche Einstein-Formel, wie es bei Einstein drinsteht, E Quadrat ist N Quadrat mal C hoch 4. Und ich erkläre jetzt, was das hier in der Wirklichkeit im Hintergrund bedeutet. Das ist das Spiel, das du spielen kannst. Und es hängt jetzt von deiner Reife ab. Jetzt nochmal, in deinem jetzigen Leben hast du nur zu erkennen, was du bist und was deine Gedanken sind. Und den Rest machen wir im nächsten Leben. Und lernen. Wann hast du eigentlich Sprechen und Lesen und Schreiben gelernt? Kannst du dich noch erinnern? Deine Logik sagt ja irgendwann in der Vergangenheit. Aber kannst du dich da an irgendwas erinnern, wie dein Wortschatz gewachsen ist? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du wirklich die Buchstaben des A und des B und des C gelernt hast? Oder erscheint dir das logisch, dass das in der Vergangenheit war? Inwieweit kannst du dich noch daran erinnern? Ich sage mal, das hängt jetzt sehr davon ab, wie alt du bist. Wenn du jetzt 8 Jahre alt bist, auf der Seite 8 in deinem Buch, erst auf Stockwerk 8, siehst du das noch ganz anders, wie wenn du auf Seite 60 oder 70 bist. Dann wirst du feststellen, dass die Vergangenheit, die du dir jetzt denkst, die du angeblich einmal erlebt hast, dass du die eigentlich nur mit deiner Meinheit beschwören könntest. Dass du nur ganz, ganz wenige Fetzen noch da sind, wo du wirklich eine Erinnerung noch hast, weil sich das komplett ausgelöscht hat. Und dann sagt man, das habe ich vergessen. Da steckt interessanterweise dieses Ver, die Vorsilbe Ver, bistabil, kann verbinden und verstreuen heißen. Und dann haben wir G,
Das ist der Geist selber und Essen, was ist Esse? Esse ist eins machen. Da habe ich mich wieder damit eins gemacht, weil existieren tut es ja bloß, wenn ich es mir ausdenke. Und wenn du jetzt sagst, das kann ich mir nochmal ausdenken, ich weiß es nicht mehr. Die absolute Weisheit besteht darin, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber wenn jetzt dieses Nichts in ein absolutes Nichts führt, wirst du feststellen, dass es im selben Moment auch alles ist. Jetzt sind wir wieder bei dem Wort Nichts. Jetzt können wir mal das Wort Nichts anschauen. Hochinteressant, wo das Wort Nichts eigentlich herkommt. Und du wirst feststellen, das kommt von dem Wort Nein. N-A-I-N. Das Sein, rot gelesen, ist nämlich nicht existierend. Und das in den, über mehrere Stufen wirst du aus dem Kontext niemals herauskommen, wo ich dir mit Holofeeling erkläre. Holofeeling ist alles so, wie es ist. Es erweitert es, es vervollkommnet es, indem eben die Seiten, die du bekämpfst, die du weglässt, von denen du überhaupt nichts wissen willst. Das geht doch schon los, wenn du dich jetzt als Brüssel an den Computer setzt und du gehst ins Internet. Dann ist die Seiten, die dir logisch erscheinen, da klebst du dran wie eine Mücke an einen Mückenfänger. Fresst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Und alles, was deiner Logik widerspricht, die Schwuppler, egal welche Seite du hast, ob du jetzt ein fanatischer Impfbefürworter bist, du wirst sprachlos werden im Angesicht dieser Impfgegner. Und wenn du ein Impfgegner bist, wirst du sprachlos sein in der grenzenlosen Dummheit und geistlosen Nachgeäffe der Impfbefürworter. Du hast eine Logik und eine Weltvorstellung, wo das Gegenüber total zu widersprechen scheint. Und wenn du jetzt ein Russland-Fan bist, dann kannst du es gar nicht fassen, wie unendlich Amerika-hörig verlogen diese ganze Presse ist, die dir in einem Fort erzählt. Und da müssten wir jetzt fast nochmal hier mit reinmachen, Behind the Matrix. Dieses, ich stelle den Link bei uns in den Chat rein, dieses Behind the Matrix ist hochinteressant. Diese ganzen Politiker, wenn die, wir sind seriöse Journalisten und glauben Sie nicht den Schwupplern, und dann stellt sich eine von der Leyen hin und sagt, vertrauen Sie den seriösen Medien und wir lügen Sie doch nicht an, das machen doch nur die, das sind doch nur Spiegelbilder, die beiden Seiten. Ein Bundespräsident, der sich hinstellt und die Bevölkerung aufruft, dass man sich nicht beteiligen soll bei den Protestmärschen, weil das nur linke Fanatiker sind. Es geht immer nur um eine Seite, mir geht es niemals um rechts oder links. Du musst einen Zustand kriegen, dass das gleichwertig ist. Mhm. Der Hängel rechts und der Hängel links widerspricht sich und beides ist für den richtig, je nachdem, in welcher Seite du schaust, mit welcher Logik du denkst. Das ist Holofeeling. Ich erkläre dir nicht, was richtig ist. Es gibt ein rotes Richtig. Das platzt auf in richtig und verkehrt, so wie es einen Dark gibt, der in Tag und Nacht aufplatzt. Und du darfst diese blaue eine Hälfte nicht mit dem Heiligen Ganzen verwechseln. Und die Liebe, von der ich jetzt rede, die allumfassend ist, liebe deine Feinde, liebe beide Seiten, haben wir lieben und hassen. Und du hast das, was du hast. Lass es auf dich wirken. Du hast immer das, was du hast. Und solange du irgendetwas nicht willst, denkst du ständig an das, was du nicht willst. Und wenn du vor irgendetwas Angst hast, hast du Angst. Und es wird immer schlimmer werden. Ich sage, du wirst leiden ohne Ende, bis du aufhörst, was zu hassen. Liebe ist, das ist das Zauberwort. Allumfassend, diese Liebe ist nämlich Lieben und Hassen gleichzeitig. Das ist das, wo ich sage, du darfst die rote Liebe, die selektiv ist, das liebe ich, erzeugt zwangsläufig etwas, was du nicht liebst. Und was du hast, erzeugt im Hintergrund etwas, was du lieben solltest, aber durch den Hass willst du ja damit nichts zu tun haben, was da die Liebe dran ist. Wie kann man das lieben? Wie kann man nur so denken? Ich sage, ich kann es doch. Das ist ein ganz, ganz einfaches Spiel. Das war jetzt ein gutes Zeichen zum Aufhören. Was sagt man einfach? Lass das nochmal auf dich wirken und wir sagen, Batsch.